Hallo und herzlich willkommen zu Teil 7 des RimWorld Let's Plays, des RimWorld RPGs Let's Plays. Der Bildschirm ist gerade schwarz, weil das Spiel gerade lädt. Ich hoffe, da kommt gleich die Basis. Eben war da noch der Ladebildschirm. Wer beim letzten Mal dabei war, weiß, wir haben ziemlich heftig aufgehört. Denn. Jetzt mache ich mir gerade doch ein bisschen Sorgen, dass das. Ah, ich muss reinklicken, das war doch der alte Bug. Wenn man bei RimWorld nicht ins Spiel klickt, dann passiert auch nichts. So, dann sieht das doch hier gleich viel schöner aus. Wer das beim letzten Mal verpasst hat, es gab einen kleinen Zwischenfall. Diese Elefanten hier, die alle liegen und vor allem die Verrotteten hier draußen mit Scaria, der Menschenfängerkrankheit, weisen noch darauf hin und ich habe mir überlegt, zum Beginn des Streams. Für diejenigen, die jetzt live dabei sind und das letztes Mal verpasst haben, gibt es ganz kurz einen kleinen Rückblick. Und zwar haben wir hier das Highlight vom letzten Mal. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, wie ich mir das vorgestellt habe, dass man mich hört und aus dem Video nicht viel vom Ton hört. Das war letztes Mal relativ weit zum Ende hin. Wir waren auf Elefantenjagd. Und ich habe mich über den Elefant 1 da unten so gefreut, weil der wurde plötzlich aus dem Nichts zahm und ich habe ihn als den schlauen Elefanten bezeichnet, der jetzt erkennt, hey, wenn ich zahm werde, droht mir nichts. Jetzt sieht man ganz gut, Elefant rechts, sich taucht recht auf. Und was man jetzt sieht, alle Elefanten stürmen auf mich zu. Das sieht jeder, außer mir oben rechts, denn ich bin, wie man mit dem Mauszeiger sieht, mit Elefant 1 beschäftigt und merke es jetzt, was passiert ist, und es ist viel zu spät. Schmitty steht den Elefanten so nah gegenüber. Ich versuche gleich noch, ihn wegzuholen, aber er hat quasi keine Chance wegzurennen. Und so nahm das Übel dann seinen Lauf. Schmitty gestorben, später ist noch Beth gestorben. Brocky konnte überleben. Reese auch, wobei beide auch kurz vorm Sterben waren. Beide waren nachher ohnmächtig. Dann kam noch der unbekannte Vierte, unser Freund Anderson. Den gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Das haben wir letztes Mal gar nicht großartig gemacht. Und auch viele unserer Tiere sind gestorben. Wieder andere Tiere haben aber auch hart für uns gekämpft und sind gestorben oder haben überlebt. Sehr gutes Beispiel unser weiblicher Elefant Gisela, die den einen Elefanten getötet hat, damit ihr eigenes Leben gerettet hat und auch unserer Basis stark geholfen hat. Gut, ich denke mal, das reicht vom letzten Mal. Gehen wir wieder in unser Spiel rein. Und bevor wir jetzt loslegen, bitte ich noch um einen ganz, ganz kleinen Moment, weil ich werde mir jetzt einmal kurz in den Stream, werde ich kurz in den Stream reingucken, denn ich würde nicht damit klarkommen, wenn erneut das falsche Mikro an ist. In den Einstellungen sieht alles richtig aus. Trotzdem, man wird ja vorsichtiger, ne? Im Alter, aber auch mit der Zeit. Ein ganz, ganz klein. Ja, sehr schön. Da kündige ich gerade an die Auszeit und hier ist sie auch schon wieder vorbei. Wenn wir nun ins Spiel gehen. Dann, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben zum Abschluss das letzte Mal noch alles sauber gemacht, ordentlich gereinigt. Ich habe hier eine Lagerzone für verrottete Menschen und Tiere angelegt, wo auch schon fleißig hingetragen wird, damit die Launen nicht mehr zu schlecht sind, wenn man ständig hier an Toten vorbei rennt, vor allem an toten Menschen. Hier liegt auch noch. Ach nee, ja, das war auch noch schade. Wir hatten Nachwuchs, ein Muffalo-Kalb, hatten es Sake getauft und es ist leider auch gestorben. Hier liegen Alpakas, also es lebt noch ein Alpaka von uns. Wir können hier nochmal schnell reingucken. Galilei lebt. Und Katze 7. Ansonsten sind alle anderen Katzen und Kater tot. Und wir haben ein paar Katzenbabys. Vor allem auf die beiden Männchen sollten wir aufpassen, damit wir unsere Katzenbevölkerung wieder weiter nach oben züchten können. Außerdem noch Adonis, das Alpaka, hat überlebt. Das einzige, Apollo und Ares sind leider tot. Jackson, der Jaguar, hat knapp überlebt. Der hatte vor allem, wäre der fast durch ein menschenjagendes Wasserschwein gestorben. Außerdem haben wir noch Yuko, das Muffalo. Muss leider den Tod von ihrem Mann Katsumi und von dem Kind hinnehmen. Und die beiden Elefanten haben überlebt, unsere Zahmen. Wobei ich mir vorstellen kann, die haben jetzt gerade ein relativ schweres Standing, weil bestimmt der ein oder andere hier in der Kolonie dazu neigt zu sagen, Elefanten sind schlecht. Dabei gibt es auch bei Elefanten schlechte, böse und gute Elefanten. Das würde ich nicht so leicht über einen Kamm scheren. So, viele Knochen haben wir jetzt. Schlafen die erstmal. Brocky hat noch ein Verletzzeichen, ist soweit aber fit, ist nur am gesund werden. Brocky hat auch die Wundinfektion gerade so überlebt mit 100 zu 99%. Das eher Nervige ist, dass Reese Muskelparasiten hat und ich glaube, ja, Anderson auch. Und wenn ich da nicht
falsch in Erinnerung bin, war es so, dass bei Muskelparasiten es so ist, dass die Krankheit per Zufall irgendwann weggeht und solange sie da ist, muss sie halt die ganze Zeit behandelt werden, also alle 2 Tage ungefähr mit Medizin, was natürlich sehr ressourcenintensiv ist. Nun ja. Machen wir mal ein bisschen schneller. Ich will, dass erstmal alle auf die Beine kommen. Hier, Galileo wird auch nochmal versorgt. Dann nutzen wir nochmal den Zeitpunkt, stellen die Tiere wieder. Zurzeit habe ich alle Tiere auf Cats eingestellt. Was ist Cats für eine Zone? Cats heißt, sie dürfen überall. Nee, sie dürfen nicht überall hin. Sie dürfen, man sieht den Bereich hier. Um dem Haus herum. Und in die Flure dürfen sie. Während Animals überall hin dürfen, außer drin. Und Inside ist nur für drin, falls wir mal einen Angriff haben, sauren Regen und alle drin bleiben sollen. Eigentlich hatte ich nur die Cats für Inside, die anderen immer für Animals. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch wieder so machen. Die müssen nicht hier drin rumrennen. So. Dann laufen die auch hier nicht mehr alle rum. Und den Katzenbabys, da können wir doch eigentlich. Die schlafen hier eh gerade. Es ist 18 Uhr. Borki ist auch am Ausruhen. Wir lassen das mal im Hintergrund laufen. Den Katzenbabys wollte ich Namen geben. Vor allem den Männchen sollten wir Namen geben, weil die ein besonderes Standing jetzt bei uns auch nochmal einnehmen. Aus, Revolutionär? Nee. Evolutionärer Sicht. Nicht Revolution. Ich hoffe, die Katzen zetteln keine Revolution an. Eine Evolution reicht mir. Und Brocky ist jetzt auch wieder geheilt. Das ist sehr gut. So, 2 männliche Katzenbabys. Wir hatten Kowalski, Karolski, die sind beide tot. Galileo ist tot. Galileo lebt noch. Dann haben wir hier. Das werden jetzt Napoleon und Casanova. Eine kleine Ehrung an die Vergangenheit, an 2 Zwergkaninchen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an mich. Die gab es früher mal in Wirklichkeit. Casanova. Sehr gut. So, und dann haben wir noch 2 weibliche Katzenbabys. Denen würde ich erstmal noch keinen Namen geben. Da nehme ich auch gerne Vorschläge der Community an. Das ist doch mal eine Ansage. So. Ja, ansonsten heißt es jetzt erstmal hier weiter das Aufräumen, dass hier die ganzen Tierleichen weggeräumt werden. 36 Mahlzeiten zum Glück noch, also das wird nicht gleich knapp. Wie ist denn das bei Quests? Haben wir irgendwas? Ja, stimmt, diese massige Konstruktion. Wir haben ja hier ein Denkmal gebaut, das jetzt noch 15 Tage beschützt werden muss, sonst kriege ich einen Angriff und so. Und tatsächlich. Habe ich da gar nicht dran gedacht, als ich hier wie wild rumgeschossen habe auf die Elefanten. Zum Glück war das Gebäude davor, sonst hätte vielleicht dieses Gebäude einen Schuss abgekriegt, einen Querschläger. Und dann hätten wir ein Problem gehabt. So konnten wir das Problem umgehen. Und hier haben wir noch, wer es nicht mitbekommen hat, einen wilden Menschen, der auf der Karte hier rumläuft. So wie auch wilde Tiere. Man kann ihn auch genauso jagen, man kann ihn auch versuchen zu zähmen. Und dafür sorgen, dass er dann wie ein Mensch wird. Zur Kolonie gehört. Das werden wir später, glaube ich, auch probieren. Das Problem ist mit Beth ist natürlich unsere Tierflüsterin schlechthin weg. Und darauf basierte ein bisschen auch unser Plan. Eigentlich eine große Tierarmee will ich nicht sagen, aber eine ordentliche Herde aufzubauen an Tieren. Die uns auch viel geholfen haben jetzt beim Elefantenangriff, aber leider jetzt tot sind. So. Die Lampen hier sollen eh abgerissen werden. Richtig, richtig. Brocky meditiert. Sehr schön. Reese ist mega schlecht drauf. Warum? Ah ja, gut, Schmerzen, verrottene Leiche, ist hungrig und soll er essen gehen. Freund starb, Kolonist gestorben, krank. Immer noch den gerettet Bonus, aber der wird sich schon noch. Jetzt kriegt er auch ein bisschen nach oben. Brocky hat zum Glück sein Glücklichmacher. Bei Brocky müssen wir einstellen, dass das kein Krankenbett mehr ist. Ansonsten schläft er nämlich hier auf dem Boden. Das wollen wir auch nicht. So, und jetzt. Andersen baut. Reese füllt auf. Und Brocky entfernt Dreck. Brocky, du kannst auch mal ruhig transportieren. Wir wollen die Tierleichen hier loswerden, bevor wir wieder. Kein Lagerplatz.
Sehr gut, genau. Tragt die Leichen weg. Reese füllt Holz nach. Andersen baut hier Fallen auf, das ist gut. Das haben wir eh ein bisschen vernachlässigt. Hier in dem Grab liegt Schmitty. Wer ist denn Quinn? Ach, das ist die eine, die hier oben lag. Die hat es gar nicht verdient, begraben zu werden. Egal, die Beth ist erstmal da. Schmitty ist hier und Beth ist hier. Und da werden wir noch einen schönen Sarkophag und alles drumherum bauen, dass das ein bisschen schöner wird. Das war erstmal provisorisch, weil die schon. Ja, die drohten schon anzufangen zu verrotten. Ach, und ich sehe, hier ist noch eine Katze zwischen. Katzenbaby, auch nein. Zwischen den beiden Gräbern. Nun gut. Da liegt der Mensch. Und Brocky trägt ordentlich. Ja, der trägt die ganzen Katzenleichen weg. Gibt auch noch eine, die Elefanten. Jackson schläft. Nun ja. Man sieht auch, wie lange diese Fallen dauern aus Bausteinen. Wenn man die jetzt aus Holz bauen würde, aus Stahl, würde das länger gehen. Aber aus Bauklötzen dauert das echt lang. Und er hat bei Konstruktion immerhin eine 5, also das ist gar nicht so schlecht. Das dauert einfach, das ist tatsächlich so. Ja, wie wenn man den Boden aus Marmorfliesen macht oder ähnlichem. Dafür machen die halt mehr Schaden, als wenn das Ding jetzt aus Holz wäre. So nämlich. Jetzt ist er weg, kurz vor. Ach ne, er holt noch Marmor nach, oder was? Ne, dann bau das doch jetzt zu Ende. Hast keinen Bock mehr, das verstehe ich, aber das sind noch 50 Arbeitspunkte. Galilei ist vollständig geheilt, sehr schön. Unsere eine große Katze. 20. Komm, Andersen, das machst du jetzt noch fertig. Jetzt ist Andersen erstmal. Und dann werden wir ihm aber auch noch hier sagen: Kein freier Lagerplatz, wie viele? Ja, gut, die Katzen nehmen mehr Lagerplatz ein, als ich dachte. Okay, es wird anscheinend auch Zeit für ein Krematorium. Ja, Andersen ist schon schlecht drauf. Brocky trägt ja, das dauert halt eine Sekunde, aber. Ja, jetzt wird der Elefant noch hochgetragen. Dann kommt das Muffalo-Baby noch, der Elefant. Ja, Brocky macht das. Andersen schläft. Und dann können wir ab dem morgigen Tag, denke ich, auch wieder ein bisschen besser die Rollen zuweisen und so. Jetzt ist alles ein bisschen noch im Chaos-Modus, im Aufräumen-Modus. Jackson ist immer noch am Bluten. Oh, der hat mit einem Tapir gekämpft. Ich muss mal hier draußen. So, ein, zwei Tierschlafplätze hinlegen. So. Weil ich habe das Gefühl, die Tiere ruhen sich draußen immer nicht aus. Genau, weil die da nicht diesen Schlafplatz haben. Rocky, kannst du dich um Jackson kümmern? Sehr gut. Mensch, das war auch nicht leicht, Jackson. Ja gut, der wird den Tapir selber allen gefallen haben, weil er ein Raubtier ist. Und der wird halt nicht grasen, das macht er nicht. So, dann ist aber auch das Gros an Leichen weg, ne? Ja, sehr gut. Behandlung benötigt. Andersen. Okay, der macht es. Das ist halt. Andersen steht jetzt wieder auf. Aber er muss doch behandelt werden. Na, jetzt ist er erstmal. Ja, auch mit den Muskelparasiten gerade. Das kommt vom Timing her natürlich mehr als schlecht. Endlich eine Tür. So, Brocky. Durfte so ein bisschen schlafen. Jetzt wird erstmal behandelt. Das ist halt wichtig. In der Zwischenzeit. Ach, halt. Bevor in der Zwischenzeit. Das nehme ich mir die ganze Zeit schon vor. Nein. Achtung, der Stream rutscht. So. Damit auch jeder der Zuschauer jederzeit weiß, was wir hier an Temperaturen haben. Das war nämlich immer so schön verdeckt hier oben mit den 11 Grad. Da sehen wir selbst im Regenwald werden die Nächte kühl oder die Morgen 11 Grad. Aber wir sollten eigentlich keine Minusgrade erreichen. So, Brocky hat keine Waffe, Reese hat keine Waffe, Andersen hat das Sturmgewehr. Gucken wir mal, Fernkampf 5, ja, Fernkampf 10, Andersen soll es mal behalten. Brocky 11. Wo ist das Gewehr von Brocky? Hier im Schrank? Ja.
So, und Reese. Kann den Revolver ausrüsten. So. Dann haben wir auf jeden Fall alle schon mal wieder eine Waffe. So, und was ich hier eigentlich aber machen wollte, war jetzt mal grundsätzlich wieder priorisieren. So. Also. Auf jeden Fall. Hier erstmal wieder. Machen wir erstmal überall eine 1 bei den wichtigen Sachen. So, aufsehen. Da ist Brocky nach wie vor unser Mann. Anlassen, wir geben das mal eine 4, damit man dich einfach auswählen kann. Tierpflege. Reese hat einen super Wert bei Tiere. Anscheinend ist also zumindest talentiert eine 5. Ja, sehr gut. Reese kann auch pflanzen, ne? Ist auch sehr talentiert. Anderson. Anderson kann auch pflanzen, der kann keine Tiere. Reese wiederum. Das heißt, Reese macht definitiv Tiere. Wir müssen uns jetzt ein bisschen neu ordnen. Kochen, Reese oder Brocky? Gehen wir mal jetzt davon aus, Reese macht Pflanzen und Tiere. Hat er eine Menge schon mal zu tun mit Feld- und Waldarbeit. Anderson baut und jagt. Jagt. Und Brocky kocht. Und abseits davon macht er, ja, das ist doch erstmal gut. Das finde ich, klingt gut. Wie haben wir jetzt gesagt? Ach, sehr schön. Cobradora und Mona Muffalo sind dabei. Ich begrüße euch herzlich. Schön, dass ihr da seid. Anfang verpasst, ist aber nicht so schlimm, weil am Anfang habt ihr vor allem eine kleine Wiederholung vom letzten Mal verpasst, wie die Elefanten Schmitty und Co. getötet haben. Das hättet ihr, glaube ich, noch mal sehen wollen. Von daher alles gut. Wir sind gerade dabei, die Jobs neu zuzuteilen. Reese macht Tiere und Pflanzen, hatte ich jetzt gesagt. Tierpflege auf 1, Feldarbeit auf 1, Waldarbeit auf 1. Das können wir untereinander nachher noch mal priorisieren. Nur, dass ich das erstmal merke. Kochen erstmal raus. Kann erstmal auf 1 bleiben. So. Brocky kocht und Handwerkel? Ne, was haben wir gesagt, macht Brocky noch? Kochen und Anderson soll bauen und kämpfen. Ja, dann kämpft, dann kocht Brocky und kann dann auch viele andere Sachen noch machen. Ist doch okay. Brocky kocht. Feldarbeit auf 2, können wir jetzt so lassen. Feldarbeit auf 2, Handwerk auf 2. So, und Andersen soll vor allem jagen und bauen. Und wir machen, weil wir hier genug Zeug haben, erstmal das Jagen auf 2. Bauen ist wichtiger. Waldarbeit kann immer ausgewählt sein. So, Transport und Reinigen auf 2. Bei Brocky sagen wir mal noch, er soll reinigen, bevor er Feldarbeit oder Waldarbeit macht. Und sogar Waldarbeit ist wichtiger als Feldarbeit. So. Und dann haben wir zumindest keine. Wir haben bei Bergbau gerade eine Lücke. Nur erstmal wenigstens eine Zahl reingeben. Hier ist es nur Einsen, das heißt mit einer 2. Und hier wäre es die 3. So. Damit wäre es an sich eingeteilt. Andersen ist echt schlecht drauf. Abscheuliches Schlafzimmer und so. Ja, das sieht nochmal schön mal aus. Sehr schön, dass es langsam Knochen werden, da sieht es nicht mehr ganz so furchtbar aus. Ja. So. Dann wollen wir mal Andersen noch ein bisschen ein schöneres Zimmer hier hinzu. Wir haben auch noch keine Kunstwerke. Das bringt einem natürlich auch immer ordentlich was. Weißt du was, Andersen? Du hast uns gerettet. Bist gerade auch nicht so gut drauf. Kann ich verstehen. Du bekommst auch den ersten Holzboden. Du bist der Erste, der hier, wo wir überhaupt was am Boden machen.
für dein Zimmer. So. Und dann möchte ich aber auch nicht mehr so viel Gemecker hören, ne? So, und hier haben wir ein zweites Zimmer. Ach, sehr gut. Das Ding hier ist so gut wie fertig. Da geht es mir schon los. Brocki muss nämlich unbedingt auch Marmordings machen, weil wir haben gar keine Marmorblöcke mehr. Das heißt, wenn er die Mahlzeit gekocht hat, nämlich jetzt, geht Handwerk auf 1 und Kochen auf 2. Und unbedingt Marmorblöcke nach oben, ja. Was macht Reese? Reese schert Adonis, das ist gut. Dann haben wir auch Wolle. Ja, Schmidti war auch noch unser Kleidermacher, also der Kleidung hergestellt hat, der ist auch weg. Das ist, ich weiß, man soll da nicht ewig jammern und an die alten schlechten Zeiten denken, aber. Es ist noch nicht so lange her. Deswegen fällt mir das schwer. Was mir jetzt gerade auffällt, was ich immer noch machen kann, die Zone von den Katzen verkleinern, dass die hier nicht durchlaufen. So. Und genauso auch die von den Animals ist schon verkleinert. Genau, da hat der Cobradora letztes Mal gedacht. Und dafür erweitern wir das Gebiet der Katzen hier um das Gebiet. So. Nicht, dass sie sich irgendwie hier nachher einer Gewerkschaft organisieren und sich dann beschweren, dass das zu wenig ist, weil dann haben wir echt ein Problem und das wollen wir gar nicht. Sehr gut. Luis macht auch das, was er soll, er erntet. Können wir gleich mal einschauen, was danach hier gepflanzt werden soll. Gehen wir einfach erstmal auf. Mais haben wir da unten. Ach komm, Erdbeeren. Einfach mal Erdbeeren pflanzen. Ist auch schön. Man braucht mindestens Fähigkeit 5, das heißt, sie sind auch was Besonderes. Und der Mais ist bald fertig. Der wird auch richtig viel Nahrung abwerfen. Sehr schön. Hier spricht doch eigentlich nichts dagegen, das schon komplett mit einem Dach zu bedecken. Macht er natürlich nicht, weil die Wände noch nicht fertig sind. Hier hat er es gemacht. Weil wenn hier ein Dach drüber ist, ja, dann fällt den Baum. Dann kann ich da auch schon Betten bauen. Ah, die Tiere hungern. Weil wir kein Trockenfutter, also die Katzen. Ich hätte jetzt gern eigentlich Trockenfutter hergestellt, war aber nicht auswählbar. Haben wir, ach, okay. Wir haben auch mehr Trockenfutter hergestellt, als es ist. Aber trotzdem ist es nicht zur Auswahl. Das ist echt schade. Da ist Trockenfutter, sehr schön. Sehr gut, Anna. Und da kommen direkt die Katzenbabys. Das ist wichtig. Die müssen wachsen, dass die auch was kriegen. Da kommt Casanova, Napoleon überholt ihn. So kennt man das. Und da macht er direkt noch ein bisschen mehr Trockenfutter. Sehr, sehr schön. Überfall, das passt mir überhaupt nicht. Ich habe ja sonst nichts gegen Überfälle, aber jetzt gerade die Bananen passen mir nicht. Wenigstens nur einer. Natsuki, dick. Aber kräftig. Oh, wir bräuchten eigentlich im Bergbau jemanden. Xenophilie war nochmal. Ach so, mit Aliens. Abneigung gegen alle Männer. Ach, ist eine Frau. Okay. Natsuki heißt mit Nachnamen Dennis und ist eine Frau. Ja, mit Nachnamen ist das ja möglich. Geht immer ein bisschen schneller. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich dich gesehen hätte, aber das ist immer überraschend. Ah, ein Bergbau und Handwerk und Talent. Sonst gar nicht so stark, aber die beiden Sachen würden mir als Argument reichen. Den ganzen Tag an den Tisch stellen und ein bisschen in den Berg schicken. Fertig. Vielleicht kriegen wir sie ja gefangen genommen. Was wir auf jeden Fall mal machen können. Nicht, dass das dann. Wir haben noch hier schon ein Zimmer überdacht. So. Kommt der direkt zu uns? Oh, Brocki. Wo gehst du hin? Und wo ist der Böse? Der Böse da unten. Was ist dein Plan, Brocki? Ach, ein Brocken.
Ma Brocki holt einen Mama Brocken. Oh, ich bin nach dem letzten Mal jetzt echt so ein bisschen, wie sagt man, paranoid. Mikromäßig ist alles gut, oder? Ist dieses Mikro hier an, ja? Nicht irgendeins, was da hinten in der Ecke steht. Soll ja manchen Menschen passieren. Oh, wir haben Boomalupen auf der Karte. Die zu zähmen wäre auch nice. Dann hätten wir so einen kleinen Schutz, weil die sind immer auch schön im Kampf. Aber mit Beth ist unsere beste Tiertrainerin weg und ich würde Reese gerade erstmal auf die Tiere konzentrieren, die wir haben, da der auch Feld- und Waldarbeit machen muss. Also wir haben gerade gar nicht so die Zeit für so viele Tiere. Wir könnten natürlich probieren, ihn zu zähmen. Ich weiß nicht, wie gefährlich ist, wenn er kämpft. Der hat auch Handwerk sehr gut und Kunst. Er braucht ein eindrucksvolles Schlafzimmer. Den markiere ich mal spaßeshalber auf zähmen. So, und du da unten, Natsuki? Du willst noch nicht, ne? Eine Schutzweste oben und eine Schutzhose darf man nicht unterschätzen. Sowas sollte ich auch mal herstellen. Das unterschätze ich immer. Vielen Dank fürs Feedback. Da bin ich doch erleichtert, dass das alles funktioniert, tonmäßig. Oh, Großhändler vom Pakt der Grotte kommt vorbei. Das ist immer ganz witzig, wenn sowas gleichzeitig passiert mit einem Überfall. Weil, ganz kurz bevor ich weiter rede, ja, sehr gut. Weil dann kämpfen ganz oft die gegen den. Und wenn es richtig gut läuft und das ist ein großer Angriff und eine große Händlergruppe, töten die sich alle gegenseitig und für mich bleibt ganz viel Loot. Deswegen werde ich jetzt auch gleich einstellen, dass meine alle drin bleiben. Und dann hoffe ich auch, dass von denen jemand draußen rumläuft und dass es dann einen Kleinkampf gibt. Reese und Anderson schlafen schon. Brocki kann gleich noch den Händler hier anquatschen. Nicht, dass der stirbt. Was hat der eigentlich auf dem Kopf? Ein Stammeskopftuch. Stinkgewöhnliches Stammeskopftuch. Cats inside. Dann könnt ihr jetzt notfalls auch in die Kühlkammer gehen und essen. Habt ihr Glück. Und Kolonisten auch einmal alle auf innen gestellt. Was jetzt blöd ist, weil die jetzt schon wieder raus sind. Das habe ich natürlich gerade stark getimed. Ups. Brocki darf es überall hin. Und redest mal noch mit ihm, weil noch wird der Angriff nicht gestartet. Natsuki ist immer noch hier unten. Das hier. So. Niedrige Gesundheit, deswegen gibt es einen kleinen Malus. Aber hier gibt es ein bisschen was. Wir könnten zum Beispiel unsere Katzen verkaufen, die zwischen die Babys 20 Euro bringen und die 70. Tatsächlich hätte ich an dem Punkt des Spiels gar nicht so ein Problem, die Katzenbabys zu verkaufen. Oder zumindest die beiden Weibchen. Aber nein, wir lassen die jetzt da. Oh, die haben andere Katzen dabei. Yuko könnte man verkaufen, das machen wir natürlich nicht. Adonis, Trockenfutter bringt eh nichts ein, so. Ich glaube, an Ware zum Handeln haben wir gerade eh noch nicht wirklich was. Wir haben auch keine Möbel oder so. Die Stoffe will ich eigentlich behalten, weil wir Klamotten bauen wollen. Elefantenhaut, 173, also das hat zumindest ein bisschen was gebracht. Dann wird es diesen Winter Parker aus Elefantenhaut geben. Kuschelig warm. Holz verkaufen ist Quatsch. Die Klamotten können wir verkaufen, weil die haben immer Sachen an diesem Mögen. Und wir haben hier echt gute Sachen hergestellt. Das heißt, das bringt uns Geld. Die haben auch 3700 dabei. Das ist also gar kein Problem. Noch ein teures T-Shirt und ein Hemd. Dann würden wir von denen schon 746 kriegen. So, haben die denn, wollen wir uns ein paar Kriegsmasken kaufen? Was machen die eigentlich nochmal? Schmerzschockwelle, 10% oder 7. Aber ich finde es immer irgendwie albern, die Kriegsmasken. Nee. Wir könnten noch die 5 Joints verkaufen, machen wir aber nicht. Den Spaß lassen wir unseren Kolonisten. Die Stoffe behalten. Hier ist normaler Stoff. Quasi aus Baumwolle und so. Und das braucht man zum Beispiel, um schickere Sachen zu bauen und auch Schlafsäcke und so. Aber habe ich jetzt, und einen Billardtisch, aber ich habe jetzt eigentlich noch nicht vor, was aus Stoff zu bauen. Deswegen wäre es jetzt Quatsch, dafür Silber hinzulegen. Und es wäre auch schön, den Vorrat ein bisschen aufzubauen. Zumal, ja, und damit beantworte ich mir das selbst, wenn wir da nichts kaufen. Denn wir wollen sterile Böden herstellen. Und dafür braucht man viel Silber. 358 Elefantenfleisch, mit denen würden wir richtig Cash machen.
1200. Also über 500 ungefähr kriegen. Ergibt es Sinn? Nee. Dann war die. So war das dann. Ja, klar, für 500 Silber, aber so haben wir erstmal ein bisschen die Nahrung gesaved. Deswegen werde ich es nicht machen. Ich würde gerade vorgeschlagen, lieber Nudistencamp zu machen. Würde ich machen, wenn ich ein paar FKK-Leute dabei hätte. Die haben dann in ihrer Bio hier als Merkmal, so wie Brocky das Merkmal hat, dass er extrem hässlich ist, haben sie dann als Merkmal, dass sie Nudisten sind und sich quasi nur ohne Klamotten wohlfühlen. So hätten sie aber die ganze Zeit Minuspunkte und dann drehen sie erst recht durch. Man kann das Ganze noch toppen, indem man... Obwohl, ging das nur mit einer Mod? Ja, nee, das geht, glaube ich, nur mit einer Mod, indem man nämlich, wenn man Menschen tötet, kriegt man auch... Oder Menschen... Nein, genau, wenn man Menschen schlachtet, weil man kann Kannibalismus betreiben, dann werden auch die... Wird die Haut von Menschen wie diese Stoffrollen hier hingelegt und man kann aus denen dann quasi Klamotten bauen. Das ist dann quasi angezogene Nudisten. Die haben dann als Hose menschliche Beinehaut. Wollen wir das nicht zu genau ausführen. Sie starten ihren Angriff und es könnte nicht perfekter sein, denn die sind nicht da oben oder an der Seite, sondern genau hier unten, wo die jetzt ihren Angriff starten wird. Und deswegen werde ich das jetzt einfach mal beobachten. Und dann geht's schon los. Ja, sehr gut. Noba. Komm und tötet sie nicht, verletzt sie nur schwer. Oh, Veton hat von Noba einen Schuss abgekriegt. Und damit ist Natsuki verletzt. Und jetzt werde ich versuchen, sie gefangen zu nehmen. Und vielleicht kriegen wir sie ja zu uns bekehrt. Brocky hat da schon Reese. Komm, du kannst Natsuki mal gefangen nehmen. Keine Betten im Gefängnismodus. Dachte ich, hätte ich gerade angeklickt. So. Jetzt haben wir Betten im Gefängnismodus. Nimm die Barkeeperin gefangen. Eine Barkeeperin ist auch immer gut in der Kolonie. Früher war sie eine Wrackforscherin. Tod in 13 Stunden. Also sie ist auch nicht zu schwer verletzt. Wir müssen eh noch eine Wundinfektion in Kauf nehmen. Weil der Raum noch nicht ausgelegt ist. Und ich sehe, wir haben nicht nur Nudisten, sondern auch Kannibalismusfreunde im Chat. Das wird auch nochmal kommen. Also ich nehme mir ja auch schon... Oh! Den habe ich gar nicht gesehen. Zum Glück haben wir hier die Großhändler zu Gast. Von wo kam der denn? Die war doch die ganze Zeit da alleine. Aber mehr rote Punkte sind wirklich nicht auf der Karte. Nee. Vor allem hat der Mollys dabei. Da, er hat einen Molly in der Hand. Hui, na zum Glück haben die sich um den gekümmert. Der lebt jetzt auch. Nehmen wir den auch gefangen? Ein guter Fernkampfer. Psychisch abgestumpft ist immer gut. Aufreimt. Ja, gut. Handwerk können wir gut brauchen. Jetzt nicht der geilste. Aber gefangen nehmen können wir ihn mal trotzdem. Das Problem ist, wir haben hier noch keinen weiteren geschlossenen Raum. Aber hier. Es ist ein bisschen unpraktisch, die Gefangenen auseinander zu haben. Ich könnte ihn natürlich hier mit reinlegen. Nee. Ich sehe einfach mal zu, dass das jetzt hier langsam fertig wird. Und so lange, das wird eigentlich ein normales Schlafzimmer. Legen wir hier einfach nur einen Schlafplatz hin, dass er auch auf dem Boden schläft. Und dann soll Brocky den mal gefangen nehmen. Den Prediger. Der Medizin dabei hatte. 7 Mal. Das ist doch ein Träumchen. Ja, und Reese hat ordentlich zu tragen, wie man sieht. Ach, krass. Nochmal wegen Kannibalismus und so. Nudist weniger, aber Kannibalismus. Ich glaube, das hebe ich mir mal auf für irgendwann. Ich nehme mir halt seit Ewigkeiten, seitdem ich das Spiel habe, schon vor, meinen Safe irgendwann mal in der Polarwüste zu machen. Das ist, glaube ich, mega schwierig, kaum machbar. Und auch in der richtigen Wüste. Da könnte man dann auch mit Nudisten arbeiten, die zumindest einen Cowboy-Hut tragen dürfen, damit sie keinen Hitzeschlag kriegen. Und dann gern auch Kannibalismus. Ich glaube auch, ich hatte mal auch so ein Tribe, der nachher viel Kannibalismus betrieben hat, da wir echt viele Angriffe gekriegt haben und kaum Nahrung sonst hatten. Ich glaube, der Malus, den der gibt quasi hier bei minus irgendwas, der lässt irgendwann auch nach. Also der ist am Anfang ganz hoch und irgendwann wird es immer weniger, weil man gewöhnt sich ja daran, was man isst, ne? Die Planung hier beim Krankenhaus, ja, kann ich machen. Will ja hier keinen verrückt machen, keinen wuschig machen, ne? Entfernen wir mal die ganze Planung drumrum. So. Und das ist eine Viereck hier, das lasse ich stehen.
So als Fixpunkt für dich, okay? So. Was die alle im Gesicht hängen haben. Das ist so ein richtiger Urstamm. Ich finde die aber sympathisch. Pack der Grotte, merken wir uns. Nee, wo kann man nochmal? Hier. Pack der Grotte plus 1, aber an sich neutral. Ich finde, zu denen sollten wir auch noch eine gute Verbindung aufbauen. Zum Braunen Reich haben wir schon plus 15. Das noch ein bisschen zu erhöhen kann nicht schaden, weil dann kann man die auch bei Überfällen rufen, dass die ein paar Soldaten schicken oder Helfer. Immer hilfreich. Okay, Brocky kümmert sich um Greg. Reese kümmert sich um Natsuki. Anderson schläft. Und Anderson schläft dort. Kleiner dummer Fehler. Anderson schläft dort, weil es war auf Inside gestellt. Und als ich Inside eingestellt habe, gab es diese Räume noch nicht. Deswegen sollte man immer schauen, dass man seine Zonen nach und nach erweitert. Und somit durfte er quasi nicht zu seinem Bett gehen. So. Und wir haben mittlerweile, wir haben auch ein bisschen Uran hier. Mittlerweile 100 Marmorblöcke. Ist nicht so viel, aber zumindest was anderes dann nachher hier mal wieder weiterbauen kann, damit es endlich fertig wird. Das sind übrigens die Katzen, die wir beim Einkaufen da gesehen haben. Die könnte man denen abkaufen. Dann hätten wir noch so eine coolen Katzen. Nämlich eine norwegische Waldkatze. Habe ich jetzt mal spontan so übersetzt. Da weiß ich aber auch nicht, ob die jetzt zum Beispiel, wenn die jetzt zum Beispiel tragen lernen könnte. Sieht nicht so aus. Fände ich es interessant. Irgendeine Katzenrasse kann nämlich, glaube ich, hier im Spiel tragen. Ich weiß aber nicht, welche. Barkeeperin kann wieder laufen. Das ist schon mal gut. Das ist auf dem Weg der Besserung. Was hier gar nicht wächst im Wald, was mir gerade auffällt, ist Kräutermedizin. Und wir bauen auch keine an. Das sollten wir mal ändern. Denn irgendwann wird uns unsere Medizin ausgehen. Dann brauchen wir Nachschub. Erstmal ganz dreckig hier hin. Das wird alles noch schöner. Aber erstmal geht es ums Überleben, da ist die Schönheit zweitrangig. So, dass hier ein paar Heilwurzeln gepflanzt werden. Was hat Reese vor? Trägt das Messer dahin. Ah, der hat nur. Das ist erst ab Stufe 8 möglich. Der hat eine 7. Brocky hätte genug. Das heißt, Brocky machen wir mal kurz auf Feldarbeit 1. Und Andersen baut jetzt ein Dach, sehr schön. Wir sehen, es wird hier drin dunkler. Und ja. Den Kampf haben wir doch mal gut überlebt, nach den ganzen Geschehnissen. Quest ist abgelaufen, ist kein Problem. Wir wollten unsere Kolonisten jetzt auch nicht irgendwo hinschicken. Greg schläft da. Wo ist Andersen? Ah ja, der macht hier seinen Job. Der baut das Dach weiter und entfernt Pflanzen, Bäume, sehr gut. Überfall, die Beckensippe. Was ist? Wir kommen jetzt gerade nicht zur Ruhe. Die Beckensippe. Ist er alleine? Ja. Und die sind immer noch da. Die Großhändler. Da haben wir natürlich gerade Glück. Oh, der hat aber viel Talent und bei Handwerk sehr gut. Ein sorgfältiger Schütze. Gequälter Künstler. Der hat immer schlechte Laune. Aber wenn er zusammengebrochen ist, hat er eine Chance von 50%, also ein besonders schönes Kunstwerk zu bauen durch einen Kreativitätsschub. Gar nicht so schlecht, aber nun ja. Schauen wir erstmal, was passiert. Den lassen wir erstmal da unten. Wenn der kommt, kriegen wir mal eine Nachricht, die ich hoffentlich nicht übersehe. Und Katzen können wieder auf Cats gestellt werden. Wenn Vorschläge da sind für Katzen, ja, es stimmt, ihr wart vorhin noch nicht da. Für die männlichen Katzenbabys habe ich Napoleon und Casanova genannt, in Ehren an andere Haustiere. Und die weiblichen beiden Katzenbabys, die haben noch keinen Namen. Dann nehme ich gern Vorschläge aus der Community, aus dem Chat an. Und ja,
Haut mal ein, zwei raus. Dann haben auch die kleinen Katzenbabys Namen. So. Oh, die ziehen weiter. Nein, die ziehen jetzt schon weiter, bevor der kommt. Aber sie haben ein Geschenk da gelassen. Das ist nett. Und zwar ein Recurve-Bogen und ein Pilum. Das sind so Speere zum Werfen. Nett. Brocky, wo bist du? Du isst gerade. Kannst du mal einmal die Sachen hier reintragen? Die wären sonst schlecht. Wundinfektion. Ich ahne es. Die beiden Gefangenen. So, und dann sammelst du das auch noch rein und dann kannst du wieder machen, was du möchtest. Nur kein Bock, dass die ganzen Sachen verrotten, weil die hier im Freien liegen. Sehr schön. Nimmt er hier gleich ein bisschen? Ja. Greg hat Wundinfektion. Gut. Es wäre schlimmer, wenn es einer unserer Kolonisten wäre. Wir haben auch gesagt, nur Kräutermedizin, dabei bleibe ich erstmal. Es bleibt dabei, ist das nur die türkise Termite? Ja. Dann kommt jetzt unser erster Verteidigungsdings. Andersen geht mal hier hin. Brocki geht dorthin. Und Reese lassen wir erstmal schlafen für den Fall. Und der. Ja. Oh, und hier haben wir Medizin und Models, die müssen wir auch noch einsammeln. Andersen und Brocki geben ihr Bestes. Türkise Termite wurde auch schon einmal getroffen. Zweimal sogar. Immer vom Sturmgewehr. Brocki hat noch nicht getroffen. Oh, wir ziehen mal Andersen kurz zurück, weil Türkise Termite ist dicht genug dran. Und wir müssen da ja nicht einen Schuss kassieren. Sehr gut. Und Brocki direkt getötet. Er hat ein bisschen Jade dabei gehabt. Erträumele. Und die Medizin reintragen. Und Andersen kann auch weiterschlafen oder essen, was auch immer er machen möchte. Sehr, sehr gut. Okay, da sind die Vorschläge im Chat sind Erika, Jennifer und Cleokatra. Also Cleokatra nehme ich sofort, weil ich das Wortspiel sehr, sehr gut finde. Cleokatra. Cleokatra. Ja, sehr gut. Dann bleibt noch Katzenbaby 6 ohne Namen. Ach komm, dann nehmen wir jetzt auch Jennifer. Und Cupradora. Bei euch wird bestimmt das nächste Mal wieder ein Name genommen. Ihr habt nur das Pech, dass eure Tiere, Karolski, Kowalski, dass die alle gestorben sind. Und auch, Ne, Juna ist nicht gestorben, weil Juna gab es ja noch nicht, weil das Kind vom Muffalo war ja leider ein Männchen, leider. Wenn es da nochmal irgendwann eine Frau dazu gibt und die ein Weibchen kriegen, ist immer noch der Name Juna reserviert, keine Sorge. Die verrotteten Tiere mittlerweile alle zu schönen Skeletten gefunden. Das hier ist eine Seefahrerin noch. Das ist die Ripper, was ist das für ein roter Punkt? Okay, da war irgendwas ausgewählt. Umso besser. So, was sagt unser Marmorvorrat? Weiterhin 100. Aber er hat hier, ja, hier noch die Wände. Komm, das machen wir jetzt am nächsten Tag fertig. Das wird. Oder auch nicht, weil der nächste Überfall kommt. Was ist denn das? Und ich habe ihn weggeklickt. Mit der rechten Taste, aber da oben. Bradley. Bradley Cooper ist frisch aus Prison Architect zu uns gekommen und möchte jetzt mal schauen, was so geht. Katze 7 hat tatsächlich keinen Namen, das stimmt. Wir hatten uns irgendwann am Anfang, wir hatten irgendwie 10, 12 Katzen und von denen haben 4 Namen gekriegt. Die anderen waren quasi die namenlosen Statisten, die namenlosen Komparsenrollen. Damit man auch nicht so traurig ist, wenn die dann mal sterben und man eher die benamenten, benamten, benannten, benannten im Blick hat. Und deswegen würde ich, also wenn jetzt ein real geiler Name kommt, können wir ihr noch einen geben, aber ansonsten hätte ich auch kein Problem damit, die bei Katze 7 zu lassen, so als letzte anonyme Katze. Der hier hat auch einen Hammer-Pflanzenwert. Alles andere geht so, aber das, ne, wir kommen so wenig zum Pflanzen machen durch alles andere, wenn nur der sich darum kümmern würde.
Ich fantasiere immer schon, was die alles machen, und am Ende kriegen wir die meistens eh nicht. Und Vielfraß. Vielfraß ist immer schlecht. Der isst so viel wie eineinhalb Personen. Zwei von denen essen so viel von drei wie drei. Ich rechne es jetzt nicht weiter. Keine Handwerksarbeit, keine geistige, bla bla. Okay, der sollte aber kein Problem darstellen. Der hat ja auch einen Nahkämpfer, ne? Ja, da haben wir also jederzeit Zeit abzuhauen. Jetzt schlafen die hier erstmal noch. Andersen immer noch sehr schlecht drauf. Ich staune, dass es so weit unten ist. In der Kälte geschlafen. Wow, 10 Grad. Es wird nachts kälter, als ich dachte. Dann machen wir den doch mal an. So zumindest. Na, 14 Grad ist natürlich sehr kalt. Minus 12. Die hier müssen wir gar nicht so stark runterkühlen, weil die müssen jetzt gar nicht mehr so viel aushalten. Dann sparen wir ein bisschen Strom. Da reicht es, wenn die auf minus 6 Grad gestellt sind. So. Und die Lüftungsanlage macht zumindest den Raum und den Raum jetzt wieder ein bisschen wärmer zum Schlafen. 21. Und dann müssen wir uns aber überlegen, brauchen wir eigentlich noch so ein Teil? Das ist eine Heizung. Wir bauen eine klassische Heizung ein und die kommt erstmal hier ins andere Schlafzimmer, nämlich in das von Andersen. So. Bradley Cooper startet seinen Angriff. Ja, wie ist eure Meinung zu Katze 7? Namensideen, Namensvorschläge oder bei Katze 7 lassen? Hier sind auch noch sterile Böden, die müssen wir auch mal abdecken. Aber vielleicht ist ja auch noch ein Raum, da muss man wieder aufpassen. So. Nichtsdestotrotz, Brocky, wo bist du? Ich verstehe es mit dem Psy-Fokus nicht so richtig. Jetzt ist der hier ganz. So, geh du mal da rein. Auch wenn Andersen schlecht drauf ist, kämpfen müssen wir. Bradley ist auf dem Weg, der soll bloß nicht Yuko angreifen, den gibt es hier echt auf den Sack. Der rennt auf meine Tiere zu. Das hat er genau im Blick. Oder? Doch, der rennt. Ja. Der Arsch. Komm, Brocky. Sehr gut, Treffer. Und Andersen. Nur hier Elefantentreffen aus Versehen. Ja, er ist tot. Wie geht's, Giesbert? Oh, der hat 2, 4, 8, 9, 10 Stiche mit dem Messer bekommen. 10 Stiche mit dem Messer und eine Prellung mit der Faust. Dafür musste Bradley aber auch eine. Hier, Elefantenbrein. Hat ihm den Oberarmknochen gebrochen, die linke Niere zerstört, wobei das kann vorher gewesen sein. Und zweimal das Gewehr. Diesmal hat Andersen nicht getroffen. Bleibt spannend, das Schussbattle. Und wenn Brocky gegessen hat, kann er eigentlich direkt wieder hier eine Runde alles einsammeln. Das macht er immer sehr gut. Andersen geht spazieren, das ist okay. Und Reese schläft noch, der hat gar nichts mitbekommen von dem ganzen Angriff. Nun ja. Muss auch mal beobachten, was Wüste macht. Ob der hier mit den Feldern beschäftigt ist, dass der die schön aberntet. Und Brocky soll doch eigentlich. Na gut, er trägt das gerade noch ein bisschen rum, aber er soll doch eigentlich hier Heilblätter anpflanzen. Er hat genau eins angepflanzt. Warum? Brocky Feldarbeit 1. Merkwürdig. Merkwürdig. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Okay, Namen geben. Katjes finde ich gut.
Dann haben wir hier, dann haben die auch nochmal hier mit, was haben wir? Cleopatra und Katjes. Katjes. Hier oben, Mensch, ich suche das manchmal immer ewig. Katjes. Yuko ist trächtig. Was für eine schöne Nachricht. Das heißt, Kazumi hat sie tatsächlich noch geschwängert, bevor er gestorben ist. Das heißt, wir haben die Chance nochmal auf Muffalo-Nachwuchs. Das wäre ja ein Traum. Hier haben wir eine Quest. Dafür gibt es ein Jump Pack. Und mit Jump Packs habe ich bisher noch gar nicht gearbeitet und habe auch noch gar keine Lust, weil ich hier so viel zu tun habe. Was müssen wir dafür tun? Okay, die werden irgendwo gelagert und da müsste man hingehen. Da habe ich jetzt gerade eh keine Möglichkeiten, mit einer Karawane loszugehen, weil hier so viel vor Ort zu machen ist. Ja, damit ist das Thema direkt durch. So, Reese schläft auch gefühlt den ganzen Tag. Der hat aber auch Muskelparasiten. Vielleicht sollte Blackie ihn mal behandeln. Anders muss auch schon wieder behandelt werden. Brocky hat keine, ne? Nee, sehr gut. Hier Andersen auch behandeln. Wie schläft mich gefühlt den ganzen Tag? Der macht irgendwie gerade gar nichts. Warten wir mal die Nacht ab. Dann haben wir hier auch hoffentlich wieder Strom. Dann wird Holz nachgefüllt. Gießbett wurde versorgt von Brocky, nehme ich an. Sehr gut. Da ist dann auf jeden Verlass. Hier liegt unser Bradley. Medizinischer Notfall. Ja, wegen der Wundinfektion. Fuck. Brocky, nicht immer so viel meditieren. Kümmer dich um unsere Leute. Bei Natsuki. Rekrutierungschance 36%, 50% Widerstand. Reduziere Widerstand. So, was ist das da oben gewesen? Gefängnisausbruchsintervall. 133 Tage. Nicht beim Schlafen. Na gut. Ja, Reese hat jetzt einen Schlafrhythmus, der ganz merkwürdig ist. Jetzt ist es Nacht. Halt, halt, halt. Nee, jetzt füllst du wenigstens die nach. Den hier unten auch. So. Dann ist hier nämlich auch wieder alles voll Strom. Hier sind auch Minusgrade. Das darf man halt echt nicht unterschätzen. Greg ist an Wundinfektion gestorben. Ja gut, wir haben uns jetzt auch nicht wirklich gut um ihn gekümmert. Ja, was soll ich dazu sagen? Hoffen wir, dass sich gut um sie kümmern und dass wir sie vielleicht kriegen. Ich habe jetzt eingestellt, dass der Widerstand gebrochen wird, dann wird es leichter, sie zu rekrutieren. Dann schauen wir mal. So, Reese und Brocky. Stehen dann hoffentlich auch gleich auf. Sehr gut. Andersen hat jetzt ein Holzhammer und Andersen soll jetzt mal. Ja, sehr gut. Er macht jetzt hier die Wände. Das ist jetzt das Wichtigste erstmal. Diese Räume fertig machen. Sehr gut. Und dann sagen wir nämlich auch. Hier erstmal drei Betten hin sollen, nämlich das wären dann noch Krankenbetten. Und danach mache ich hier sterile Böden, dann haben wir endlich schon mal ein einigermaßen ordentliches Krankenhaus, wo man nicht sofort bei der kleinsten Kleinigkeit Angst haben muss, dass jemand an einer Wundinfektion stirbt. So, und bei Reese sollten wir vielleicht einfach mal kurz sagen, dass die Tiere nicht auf 1 sind, sondern wirklich hier Feldarbeit und Waldarbeit. Damit er sich genau hier drum jetzt erstmal kümmert. Was macht Brocky? Der meditiert mir zu viel. Er soll mal bitte Heilwurzeln anpflanzen. Wieso macht er das nicht? Warum sind jetzt. Ja, gut, Aufsehen, das verstehe ich. Das ist auf 1. Widerstand noch ein bisschen reduziert. Erntet. Bau doch mal an. Kannst du nicht ganz viel anbauen, wenn ich sage eine Sache? Nee. Naja, gut. Dann ernte ganz viel und bau dann an. Wir haben auch so viel Nahrung. Ich sag mal hier auch Heilwurzel, nicht Erdbeeren. Heilwurzel, da.
Transportkapselabsturz. Ein Sheriff namens Kakiente stürzt mit einer Transportkapsel in der Nähe ab. Sollte er den Ausschlag überleben, wird er vermutlich schwer verletzt sein. Blablabla. Wenn du ihn rettest, würde er sich vielleicht freiwillig machen, kann ihn auch gefangen nehmen. Es ist noch niemand so perfekt abgestürzt bisher in RimWorld. Habe ich noch nie erlebt. Direkt vor der Eingangstür. Sonst sind die mal hier irgendwo auf der Karte. Der sagt: Leute, ich stürze ab und zwar hier vor der Tür. Ist auch ein bisschen scheinheilig. Ich weiß nicht, ob ich ihm das abkaufen kann. Nahkampf mega stark. Jetzt nicht so wichtig. Gut, der könnte sich um Aufsehen dann auch viel kümmern. Handwerk, ja. Das wäre unser Brockenmacher denn. Eine Nachteule, das finde ich ganz geil. Das heißt, dem würde ich so einstellen, dass er tagsüber schläft. Und Masochist, das heißt, der mag Schmerz. Erstmal eigentlich ganz geil. Komm, du kriegst Brockys Bett sogar als Krankenbett, weil Brocky so durch seinen Glücksmacher ein bisschen mehr aushält. Und wir retten dich tatsächlich. Mal gucken. Vielleicht schließt du dich an, vielleicht lässt du dich auch einfach versorgen und gehst dann wieder. Ich würde mich über dich freuen. Nun, schauen wir. Laufen kann er schon mal wieder. Ja, und Brocky soll jetzt mal wirklich sich. Wo geht er jetzt hin? Füllt Holzgenerator auf. Ja, das muss ich jetzt gar nicht. Naja, gut, dann mach halt. Vor allem hier mal ernten, weil ich ihn wieder als Koch einstellen kann. Beziehungsweise kann Reese auch kochen? Der kann auch kochen. Warum lasse ich dann nicht Reese kochen und Brocky die Feldarbeit machen? Raumschiff abgestürzt. Klicke ich erstmal nicht auf Abreißen. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Aber dann machen wir das doch so. Dann sagen wir, Brocky soll die Feldarbeit machen, so wie wir es jetzt haben. Hier Feld- und Waldarbeit. Und Reese soll kochen an erster Stelle. Dann kann nämlich auch die Tierpflege wieder auf 1. Das stört gar nicht. Hauptsache wird mal wieder ein bisschen nachgekocht. Aber so ein, zwei Kürbisse ernten, das bringt es halt nicht. Feldarbeit auf 2 und die Waldarbeit aber noch hoch. Und Brocky macht dann wirklich erstmal nur Aufsehen, macht er vorher, dass er quasi zu Naguzki oder wie heißt sie? Natsuki geht. Widerstand 16,8. Wegen dem Holz auffüllen, das läuft über die Funktion Tragen und Tragen, also Transport hier, ne? Transporten. Das habe ich ja mittlerweile meistens relativ weit hinten, deswegen passiert das oft nicht, weil ich keinen habe, der Transport an 1 hat. Das ist bei 3 Leuten immer ein bisschen schwierig. Deswegen muss ich leider oft selber dran denken, aber es gibt Schlimmeres. Wir müssen aber tatsächlich mal ein bisschen Holz hacken, denn sonst kommen wir hier in die Bredouille. Zumindest mal schon ein bisschen was markieren. Gerade hier beim Generator und hier vor der Tür. So. Adonis hat die Fähigkeit Angreifen verlernt, da die jetzt nicht weiter trainiert wurde. Ja, das ist das Problem, weil ich Reese jetzt gerade ein bisschen von den Tieren abgezogen habe, oder? Nee, habe ich gar nicht. Hat einfach keine Zeit gehabt, sich um Adonis zu kümmern. Yuko ist trächtig im 11. von 28 Tagen. So, Reese, ich will dich kochen sehen. Trainierst Adonis ein bisschen, das finde ich gut. Angreifen wieder auf 1 von 2 und jetzt fängt er an zu kochen. Sehr gut. Das ist wichtig. Die Katzen haben auch kaum noch Trockenfutter. Was ist das hier? Elefantenstoßzahn. Oh, das könnte man auch als Waffe nutzen, glaube ich. Und das bringt, glaube ich, auch gut Geld. Kakient ist dabei, sich zu erholen. Temperaturmäßig sieht es hier besser aus. Dadurch, wenn. Nee, nicht dadurch, wenn die Räume aufwärmen, es ist einfach gerade Tag und 23 Grad. Müssen ja Nacht nochmal gucken. Sehr gut, Brocky erntet hier den ganzen Mais.
Wies muss mal wieder behandelt werden. Das kann Brocki vielleicht gleich noch. Mach, übernimmt er schon sehr gut. Wegen der nervigen Wurm, nicht Wurminfektion, Muskelparasiten. Moin, Sandava Freira. Wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen. Ich bitte das zu entschuldigen. Schön, dass du vorbeischaust. Wir sind gerade in einer etwas schwierigen Phase des Spiels, wo man nicht so viel vorankommt, weil immer wieder andere Sachen passieren. Gerade drei Überfälle in Folge, aber es wird. Ach, und sehr gut, hier ist das erste Bett fertig. Das heißt, Brocky schläft hier. Das können wir dann auch ins Krankenbett umfunkeln. Dann kann Brocky sein Schlafzimmer wieder haben. Ach, sehr gut, dann haben wir ja was gemeinsam, wenn wir beide nicht wissen, wie man den Namen ausspricht. Sehr gut. So. Ja, Reese verkocht hier fleißig die Kürbisse. Und wir können ja aus Spaß einfach mal sagen, komm, mach mal 12 üppige Mahlzeiten und 12 leckere Mahlzeiten. Dann haben die auch nochmal nachher bessere Laune, wenn die so geile Mahlzeiten essen. Und man sieht hier Kürbis, Fleisch und Mais. Das wird halt ein Traum. Hier brennt es aber anders und ist sofort da. So, und Natsuki kann wieder laufen. Wie sieht's aus, Natsuki? Willst du Teil unserer Gruppe werden oder was? Stimmung meine ich zu niedrig. Komm, wir gehen mal auf Rekrutieren. Mal gucken, ob es was bringt. So. Wow, es ist endlich fertig, dieses Haus. Ah ja, hier ist er schon drin. Okay. Und hier reichen eigentlich erstmal Schlafplätze für Gefangene. Da baue ich erstmal keine Betten. Gefangene. So. Aha, Kevin aus der Werbeskop, alles klar. Hätte ich das am Namen kennen können? Nee. Halli, hallo. Welch seltener Besuch. Ah, Andersen ist jetzt mit Rep. Jetzt hat er endlich Zeit für Reparieren. Dann lassen wir es auch mal mit neuen Aufträgen. Dann soll er erstmal überall schön reparieren. So, jetzt mal kurz ein bisschen langsamer. Was macht Brocky? Der erntet immer noch, das ist auch wichtig. Und Reese kocht jetzt und macht Trockenfutter. Okay. Das heißt aber bei Reese. Ja, Waldarbeit ist schon auf 1. So. Ich will, dass der jetzt Waldarbeit macht. Also Tierpflege ist sowieso auf 1, aber dann Waldarbeit und dann kochen. Aber das ist neues Trockenfutter. Sehr schön. Ja, jetzt werden endlich Bäume gefällt. Sehr gut, Reese. Und dann können wir nämlich auch die Generatoren nachfüllen. Halt, willst du ins Bett? Dann füll vorher bitte den Generator auf. Und Andersen, du kannst auch einmal auffüllen. Sehr schön. So, wir sehen fast, das ganze Feld ist abgeerntet. Hier oben ist jetzt ähnlich. Und dann wird Brocky hoffentlich Heilwurzeln pflanzen. Er pflanzt, er pflanzt. Ein Traum, Heilwurzeln. Hier läuft's wunderbar. Ich hoffe, das bleibt so. Das kann dann bei RimWorld ja innerhalb von einer Sekunde umswitchen. Und das wäre natürlich fatal. Aber ansonsten, wenn man das mal ignoriert, läuft's gut. Hier waren eigentlich Lampen. Die waren aber aus Versehen nicht elektrisch. Aber ich baue da jetzt erstmal keine hin, weil wir haben gerade eh keinen Schnell. Warum liegt eigentlich Stahl genau in der Tür? Oh, ein Shuttle Crash. Ui. Dies sind aber viele. Tod in 7 Stunden, in 15, in 10, in 6. Das ist den beiden geht es auf jeden Fall am besten. Dann gucken wir uns hier erstmal an. Aha, Pflanzen. Oh, schön viele Talente. Alles niedrig, aber viele Talente und Handwerk gut. Dixon ist eh nicht so. Gut, Jackie wäre auch noch. Also. Müssen wir überlegen. Ja, wir kommen halt mit dem Bauen der Betten hier nicht hinterher, weil uns Holz gefehlt hat, tatsächlich.
Was machen wir da jetzt? Können halt die Plätze auch erstmal zu Krankenbetten machen. Aber das wird halt schief gehen, wahrscheinlich. Hier wächst ein Baum aus dem Krankenbett, also. So, da soll Reese einfach mal Ellie retten. Nee, halt. Reese rettet Jackie, weil der geht's am schlechtesten. Anderson rettet Ellie. Und dann brauchen wir noch ein Rettungsbett. Ja, dann kommt das erstmal hier hin, da ist ja noch nichts gebaut. So, wir hinken da ein bisschen hinterher. Und Brocky rettet. Reese rettet sie, Anderson rettet sie, dann rettet Brocky Livy. So, und Dixon, dich werden wir leider sterben lassen, denn in 6 Stunden stirbst du schon. Die anderen drei erstmal hin und her tragen und ja. Harte Entscheidung, die man treffen muss. Wie läuft es bei dir so, Kevin? Ich hoffe auch gut. Ich hoffe besser als bei Dixon, der jetzt denkt, da kommt die Rettung, da rennt er an ihm vorbei. Er denkt, oh, da kommt die Rettung. Er rennt wieder vorbei. Aber da gibt es noch jemanden. Oh, und Eddie schließt sich direkt an aus Dankbarkeit. Oh. Nackte Kolonistin. Wir haben unsere Nudistin im Dorf bisher. Livy wird auch gerettet. Der Dixon, das wird leider nichts. Warme Kleidung benötigt. Ja, leider sind wir nicht mehr zum Parker herstellen gekommen. Das ist echt schade mit Schmitty. Ach, das ist ja auch noch ein Krankenbett. Ganz vergessen. Ach ja, er ist da ja auch noch drin. Stimmt. Bei dem ich noch ein bisschen hoffe. Und ausgerechnet Eddie, die sich jetzt uns anschließt. Ach nee, die ist hingegangen. Kakiente ist vollständig geheilt. So, was macht der? Haut er ab einfach? Krass. Schade. Wobei, so krass war der auch nicht. Nachteule war cool. Tschüss, Kakiente. Die Beziehung der Fraktion hat sich von 0 auf 15 geändert zu du über. Sehr gut, weil wir ihm geholfen haben. So, Eddie hat sich angeschlossen. Wie geht's, Eddie? Eddie ist schon mal behandelt worden. Eddie ist Optimistin. Heißt jetzt schon mal immer ein Stimmungsboost von plus 6. Und außerdem ist sie Psychopathin. Das heißt, sie hat kein Mitgefühl. Also stört sie auch nicht, wenn, glaube ich, hier andere Kolonisten sterben. Das ist ganz gut, weil das gibt dann kein Minus. Verweigert soziale Sachen und Fürsorge, also keine Ärztin. Und die würde ich jetzt erstmal einfach auf Waldarbeit und Transport ansetzen. Gar nichts anderes. Bevor ich jetzt wieder 5000 Sachen mir ausdenke. Also die hier vorne werden halt immer auf 1 gemacht. So, Hilfsarbeit lassen wir mal auf 4. Waldarbeit. Und tragen. Und wenn man tragen durch ist, kann sie noch putzen. So. Und wenn sie dann gar nichts mehr zu tun hat, hier kommt, gibt es eine 4. So, Feldarbeit. Dann kann die nicht mal die ganzen Bäume fällen. Wir brauchen nämlich unbedingt Holz, um die Betten zu bauen. Die Betten auch aus Stahl bauen können. Naja, egal. Man kann ja auch nicht alles bedenken. Aber gut, dass Eddie hier in dem guten Bett liegt, wenn die sich direkt für uns entschieden hat. Ärgerlich ist, wir haben sonst hier mal eine Vorratskammer mit Klamotten, die haben wir ja alle verkauft. Dann hätte Eddie sich was anziehen können. Dadurch bleibt sie leider nackt. Leider. Livy hat sich auch erholt und hat sich aber beschlossen, wieder zu gehen. Soll sie machen, wenn sie gehen kann? Ich habe eine komplett volle Kühlkammer mit riesigen Elefanten und allem Möglichen. Da werde ich jetzt nicht mit Kannibalismus anfangen. Hier sind auch schon wieder Tiere verrottet, weil hier zwischendurch mal, glaube ich, keine Minusgrade waren. Nee, nicht zwischendurch. Jetzt gerade sind da keine Minusgrade. Oh, das mit dem Holz nachfüllen, das klappt gerade nicht so gut. So, wird hier wieder schön schnell kalt. Jackie hat sich erholt und wird dann auch gehen. Sehr gut, dann sind die beiden wieder weg. Das finde ich gut. Nicht zu viel Neue. Und Eddie soll sich mal gut erholen und sich hoffentlich bei uns dann einleben.
Kann Ellie schießen? Nee, die war auf Nahkampf, ne? Ja, Nahkampf kann aber theoretisch auch schießen. Den krieg ich immer ja das Messer oder so. Ja, meine Tiere verlieren jetzt alle Trainingsstufen, aber ärgerlich. Aber irgendwo müssen wir gerade Abstriche machen. Da ist das nächste Bett fertig, sehr schön. Du wirst schon mal ein Krankenbett. Du wirst danach ein Krankenbett. Wenn es Ellie gut geht. Und dann, aber unabhängig davon, brauchen wir jetzt einfach tatsächlich jetzt ein Schlafzimmer. Wir hatten den Vorteil, dass Schmitty und Beth verliebt waren und sich ein Zimmer geteilt haben, also in einem Bett geschlafen haben. Den Luxus haben wir jetzt gerade leider nicht. Und dadurch brauchen wir bei vier Kolonisten auch wirklich vier Schlafzimmer. Eddie, erhol dich mal. Du sollst jetzt hier Holz fällen. Waldarbeit. Reese hat doch Waldarbeit auf eins, abgesehen von den Tieren. Aber er muss sich auch um die Tiere ein bisschen kümmern. Komm. Und damit hat Eddie ein Bett. Bronchi macht auch Waldarbeit, sehr schön. Sehr schön, das ist wichtig, sehr gut. Weil er mit der Feldarbeit gerade fertig ist, aber ich staune, warum er nicht neu. Achso, ich habe Waldarbeit bei ihm jetzt auf 1 gemacht, oder? Ja, damit er jetzt auch einfach erstmal sich darum kümmert. Komm, denn wenn wir jetzt ein paar Leute hier haben, geben wir direkt noch ein paar Holzhackanweisungen. Dann wird da schön was weggehackt. Oh, jetzt habe ich jetzt die Verabschiedung erst gesehen von Beezy. Mach's gut. Schön, dass du dabei bist, gewesen bist. Aber jetzt nur abzuhauen, weil wir hier keinen Kannibalismus betreiben, ist auch ein bisschen schwach, ne? Ah, wollen wir dem mal nichts unterstellen. Noch ein Holzgenerator. Ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht. Aber die reichen ja an sich, um das auszu. Um die ganzen Stromsachen quasi zu betreiben. Und ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt drei haben, ob die dann langsamer leer laufen würden oder ob die trotzdem genauso viel Strom verbrauchen. Grundsätzlich aber nicht so eine schlechte Idee. Und dann vielleicht auf die Seite. Dann können ja, wenn hier Holz liegt oder hier so die Lagerzone. Ja, komm, Cooperadora, machen wir das. Ach ja, aber vorher. Achso, der nimmt ja einfach gerade. Ah, okay. Na gut. So, was sagt denn Brocky? Hallo. Brocky kümmert sich gerade um Natsuki. Die beiden liegen hier immer noch, obwohl die gehen wollen. Bleiben die ganz schön lange hier liegen. Na, die geben sich beide die Hand. Wird sie etwa jetzt zu uns rüberkommen? Komm schon, Brocky. Stimmung zu niedrig, Meinung zu niedrig. Ja, was tatsächlich stimmt, das ist
keine attraktive Gefängniszelle. Um es ihr ein bisschen attraktiver zu machen, sollten wir den Raum noch schöner machen. Minitable. Kriegt einen kleinen Tisch hier rein. Mit einem kleinen Hocker. Ein Hocker. Und einen kleinen Blumentopf. Wie ist das bei den alten Sachen? Gehen die nur aus Holz? Ja. Sonst hätte ich mir überlegt, das jetzt aus Metall zu bauen. Er hat vorhin versucht, ihn zu zähmen. Es hat nicht geklappt. Krass. Zwischendurch bitte einmal auffüllen. Sehr gut. So, die hat nämlich jetzt auch schon ihre Sachen hier fertig gebaut. Da werden noch Blumen reingemacht. Und dann sieht das Zimmer schon mal schöner aus. Ändern, dass es hier dunkel ist, dass es ein bisschen schöner ist so. So, jetzt ist hier auch Licht. Und dann geht's ihrer, dann wird ihre Stimmung hoffentlich ein bisschen besser. Sehr hungrig, jetzt hat sie Essen gekriegt. Und wenn da schon sowas gebracht wird, dann weiß ich, dass nicht genug Mahlzeiten sind. Deswegen gehen jetzt Reese und Brocky mal kurz aufs Kochen. Und Andersen holt einen Lemur vom anderen Ende der Karte. Eddie ist geheilt, sehr gut. Eddie kifft erstmal ein, sehr gut. Nach der langen Leinsphase können wir das doch nachvollziehen, oder? Und sie geht in ihr neues Zimmer. Hier können wir auch gleich noch einen Lüftungsschacht einbauen. Dann kriegt sie auch was von der Heizung ab, die Andersen bei sich hat. Denn der hat es mollig warm. Das mit 21 Grad, das ist doch Quatsch. Kann ich hier wieder ausmachen. Und dann kriegen die nämlich auch noch eine Heizung reingebaut. Das größere Zimmer. So. Natsuki hat es auch warm durch die Fackel. Krass. Na, man sieht, ihre Stimmung ist ein bisschen besser. Rohe Nahrung, ja klar. Deswegen wollen wir auch erstmal kochen jetzt, ne? Guck mal, und er hat noch eine geile Mahlzeit dabei. Eddie geht's gut. Das ist schön. Gerettet, brennende Arbeitslos, Rauchblattrausch, üppige Mahlzeit, die bringt 12 Punkte. Krass. Damit wird auch ausgeglichen, dass sie quasi nackt ist. Ja, die ist jetzt erstmal für Waldarbeit im Tragen zuständig. Wird nämlich auch die ganze Nahrung hier mal reingetragen. Das finde ich gut. Brocki kocht auch ordentlich. Sehr schön. Kann ich ruhig noch ein bisschen mehr Holz hacken, wenn wir Eddie jetzt dafür gerade mal abgestellt haben. Soll die das ruhig mal machen? So. Dann haben wir nämlich ordentlich Holz und hier ist der andere Generator. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was die Idee bringt, Franzi. Gucken, ob sie jetzt seltener nachfüllen müssen. Hier könnte man Windding hinbauen. Ja, das stimmt. Wobei denn, da kann man das hinbauen, aber trotzdem ist ja hier. Nee, ich will doch mal versuchen, ohne Windturbo jetzt Turbine mal zu bauen. Soll ja nicht immer gleich sein. So. Schamanenhändler.
Ich bin mal gespannt, ob die was Gutes dabei haben. Soll anders das Gespräch mal führen. Was ist nochmal Körperpurist? Ach ja, der will keine Ersatzkörperteile, wenn ihm mal was fehlt oder so. So. Die würden mir Jackson abkaufen, will ich nicht. Mandrill kaufen? Nee, Elefanten bringen 400. Krass. Pemmican, Neutramin kaufen wir auf jeden Fall. Bauteile haben wir genug. Blutbag, geil. Das ist, glaube ich, von meiner Mod. Ich habe so eine Mod, wo dieses. Ach, Cobradora. Du weißt direkt, wie das heißt. Hier Fusionsständer wahrscheinlich, ne? Wo die Fusionen dran sind. Das können wir nämlich irgendwann erforschen. Das haben wir als Mod mit drin. Zur Versorgung. Medizin können wir nur verkaufen. Joints auch. Plastall können wir kaufen, aber haben wir jetzt gerade nicht so wirklich nötig. Kostet 700, wenn ich das gebe, kriegt jeder einen Boost irgendwie. Ja, ist auch nicht so wichtig. Bier 14. Komm, wir kaufen aber mal 10 Bier. Sollen so ein bisschen. Und Gold gibt's. Gold 43. Das kaufen wir auch alles. Kann man ein geiles Bett bauen. So, und was wollte ich? Neutramin. Ja, und dann bezahlen wir 900, aber dann hat sich's gelohnt, dass wir letztes Mal so viel eingenommen haben. Neutramin? Frage an den Chat. Wisst ihr, wofür Neutramin ist? Ich verrat's. Zum Herstellen von Medizin. Dafür brauchen wir nämlich die Heilmedizin, die Kräutermedizin, Stoff und Neutramin. Und Neutramin fehlt einem oft und deswegen schlage ich da jetzt schon zu, auch wenn das noch ein bisschen weiter weg ist, dass ich Medizin herstellen kann. Wurde es dann direkt reingebracht? Das ist ja mal oft so eine Sache. Sieht jemand Bier? Bier? Da ist das Neutramin, da ist das Bier. Eddie ist da unterwegs. Reese ist da unterwegs. Komm, Eddie, dann trägst du das rein. Sammel das Bier gleich mit ein, bitte. Ein bisschen Mais. Naja, dann das Bier nicht, aber ganz viel anderes. Gut. Komm, das Bier auch noch eintragen, das wäre halt schade, wenn es schlecht wird. Krass, das Bier gehört nicht zur Nahrung und kommt deswegen nicht in die Kühlkammer. Ich denke mal, ein gekühltes Bier ist besser. Ach, Infusionsständer, weil man in den Körper infusioniert. Und Transfusion, weil das. Ne, ja. Na gut, so einigermaßen hoffentlich wahrscheinlich. Psychische Beruhigung für Männer. Ich merke das auch direkt. Es geht mir gleich besser. Und bis auf Eddie haben wir ja auch noch Männer, denn Anderson, ja, ist ein Mann. Das ist gut. So, wir haben auch wieder. Nee, wir haben noch nicht viele Mahlzeiten. Auch auf leckere, komm, einfache Mahlzeit kochen jetzt. Und das Ding kopieren wir jetzt auch einmal. Ungünstige Temperatur. So, so. Diese Elefanten sehen ja geil aus, wenn die an der Karawane sind. Skylo. Eddie hackt weiter, sehr gut. Es geht auch allen hier wieder sehr gut, das ist schön. Reese kümmert sich um den Elefanten, bereitet dann Trockenfutter zu, das ist auch gut. Dass unsere Katzenbabys nicht verhungern. Brocky kocht einfache Mahlzeiten und kocht weiter einfache Mahlzeiten, das ist gut. Reese Trockenfutter und Eddie spielt jetzt gerade, hat aber ganz viel Holz gehackt, sehr gut. Und wenn Eddie mit Holzhacken fertig ist, trägt sie das ganze Holz. Was auch gut ist. So, das sind alles Krankenbetten. Und die bekommen jetzt als Boden. Ach, bin ich blöd. Man braucht ja sterile Böden, muss man ja erforschen. Ja, erforschen, ich weiß. Man infundiert. Okay, was gelernt. Man infusioniert nicht, man infundiert. Das müssen wir inkludieren, nur anders. Das geht nicht, aber wir werden trotzdem Böden hier hinlegen, weil bei einem dreckigen Boden aus Sand ist die Wundinfektion immer sehr hoch. Da nehmen wir jetzt erstmal den ganz billigen gegossenen Betonboden. Und hier kann das gar nicht hin, weil hier Sumpf ist. Du Scheiße.
Halt, hier kann das nicht hin. Dann machen wir das anders. Wird abgebrochen. Kann das hier hin? Ja, sehr gut. Dann wären die beiden Gefängnisse und das auch. Dann kann er nämlich gleich. Hier, das kannst du gleich abreißen. Und dann könnt ihr das nämlich neu installieren. So. Jackie haut jetzt auch ab. Sehr schön. Hat uns auch viele Nahrung weggefressen und so. Natsuki. Widerstand nur noch bei 7. Als Sklave würde ich gerade so um die 900 für den kriegen. Wenn ich die freilasse, bekommen wir zu den Bananen ein plus 12. Ja, gut, nee. Eddie ist weiter mit Holz. Jetzt haben wir ja ganz schön viel Holz geerntet. Komm, Eddie, wir stellen dich mal auf 2, Transport auf 1. Ja, und dieses Bett endlich als Krankenbett loslösen, dass Brocky wieder in sein Bett darf. Schläft nämlich immer hier unten, der Arme. Ja, abscheuliche Schlafzimmer und so, zurecht. So, jetzt wo wir Materialien haben, können wir mal wieder ein bisschen auch Lampen und so bauen, dass das in den Zimmern nicht so duster ist. Da ist Licht, hier brauche ich erstmal kein Licht, hier ist Licht. Da will ich eigentlich die Röhren nehmen. Ich finde die eigentlich ganz schön fürs Krankenhaus. Hier, Wandlampe. So. So. Ach komm, dann kommen die hier, dann kommen die auch ins Gefängnis und so. Dann können wir hier die Fackel nämlich auch wieder abreißen. Und dann brauchen wir aber auch Stromkabel, die dann hässlich von hier dort rüber gehen. Das ist dann nun mal so. So. Hier kommt so ein richtig schöner Stromkreis. So. Wie lange muss denn dieses Ding da noch stehen, das Denkmal? Noch 2 Tage. Unsere Belohnung haben wir, glaube ich, schon gekriegt, ne? Den Ruf. Infundiert. Infundiert. Ja, Lochen das Smiley ist lustig, wa? Infundiert heißt das mit Transfusionen. Am Infusionsständer. Ja, mit der Forschung, ich weiß. Siehst du, da wollte ich jetzt auch nochmal gucken. Wenn Eddie jetzt natürlich, ja, eine 3, das ist halt. Ja, alle können nicht und Eddie kann nur ein bisschen. Und die dafür abzustellen, das dauert dann so ewig, das lohnt sich dann auch nicht. Dann ist es, glaube ich, effektiver, erstmal gar nicht zu forschen und andere Sachen zu schaffen. Ach, die holt ein bisschen Stahl. Nett. Nett von ihr. Andersen baut. So, dann können eigentlich jetzt geht's mich so ein bisschen ans Schick machen. Auch schon so ein bisschen nebenbei. Den Wohlfühlfaktor erhöhen. Die kriegen jetzt auch einen Holzboden. Und sie auch. Und dann lasse ich es erstmal. So, und wir haben uns gerade über 30 Nahrung. Das heißt, Brocky kann jetzt auch wieder vom Kochen von 1 weg und wieder auf Feldarbeit gehen. Der geht auf Feldarbeit und wenn er auf dem Feld gerade nichts tut, dann reinigt er erstmal. Das ist gut, weil es hier drin echt dreckig ist. So, liebe Runde, wir machen noch nicht Schluss, aber ich bin mal ganz kurz weg. Ich bin auch in 3, 4, 5 Minuten wieder da. Bis gleich.
So, ich bin wieder zurück. Und da ist es wieder. Ja, das weckt Erinnerungen, das stimmt. Nur, ich wollte jetzt auch nicht das Bild weglassen, weil die beiden tot sind oder ein neues gleich haben, weil ich mich ein bisschen gefreut habe über diesen Pause- und Countdown-Bildschirm mit den dreien. Und das ist ja trotzdem das Safe. Die bleiben jetzt erstmal drauf. Und wir haben sie schön in Erinnerung. Und erinnern uns, dass Brocky auch immer noch das. Mensch, ist draußen 14 Grad und die rennt hier nackt rum, ne? Und er stellt sich in die Ecke und raucht eine. Denkst du, das kriegen wir nicht mit oder was, wenn ich da in die Ecke stellst? Ja, gut. Lassen wir das. Aber ich finde das Bild auch cool. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal begeistert. Wir hatten heute auch einige, auch wenn leichtere, doch Angriffe schon und haben das sehr gut überstanden. Auch mit Glück und Fügung. Aber grundsätzlich haben wir auch trotzdem einiges geschafft. Ich meine, hier, Krankenhaus ist so gut wie fertig in der ersten Version. Ein Shuttle der Fraktion des Braune Reiches beschädigt und sucht einen Landeplatz. Dessen Kommandantin namens Mavrones will in Neu-Rimmelsloh landen. Außenwäldler der Fraktion Bananen werden den Absturzort des Shuttles angreifen und versuchen, die Insassen zu töten. Du musst sie verteidigen. In dem Shuttle befinden sich Mavrones und ein Soldat. Die Kommandantin muss gerettet werden, aber die Soldaten sind entbehrlich. In 8 Stunden wird ein Rettungs-Shuttle eintreffen, um die Überlebenden abzuholen. Du musst sie alle innerhalb von 12 Stunden an Bord bringen. Also, wenn ich die Quest annehme, dann landet die hier mit dem Soldat, die anderen greifen mich an. Dann, wenn das passiert ist, dauert es 8 Stunden, bis ein Rettungsding kommt. Und dann habe ich nochmal 12 Stunden Zeit, die hinzubringen. Das finde ich, klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich bin übelst neugierig. Achso, Shuttleboy, der ist einfach das Shuttle abreißen. Ja gut, aber das bringt noch mal was. Fortschrittliches Bauteil brauchen wir halt noch nicht. Das ist dann für fortschrittlichere Sachen. Dazu bräuchten wir erstmal Forschung. Ich werde es für den Ruf machen. Dann kann man beim Braunen Reich nämlich schon einen Ruf von 27, wenn wir es schaffen sollten. Und ich fände es ganz gut, mal eine verbündete Fraktion zu haben. Also da so ein bisschen, ja, den Ruf ordentlich aufzubauen. Deswegen, oh, jetzt hätte ich fast JD vom Tisch geschmissen. Das wollen wir natürlich nicht. Ich stelle den mal hier hin. Und Turk-Turkleton kommt dazu. Aber wir wollen ja nicht ablenken. Ja, für Ruf. Genau so machen wir es. Komm, annehme. Ja, aber bevor wir es annehmen, wir haben ja, wie lange haben wir Zeit? Ach, Weltkarte. In 9 Stunden läuft es ab. Okay, dann, pass auf, es ist 4 Uhr nachts. Wir nehmen das in 5 Stunden oder so an, wenn es 9 Uhr früh ist. Dann haben die ausgeschlafen, gefrühstückt. Dann sind die mental auch ganz gut drauf. Eddie hat noch keine Waffe. Ein Elefantenstoßzahn macht einen Nahkampfschaden von 6,8 pro Angriff hier, was auch immer. Und ein Messer aus, was auch immer. Was ist das für ein Messer? Stahl? Ja, aus Stahl, was schon ganz schön ramponiert, macht einen Schaden von 5,85. Und durchdringt. Ein Elefantenstoßzahn ist eine bessere Nahkampfwaffe. Eddie, du wirst unsere Elefantenstoßzahnkämpferin. Finde ich gut. Eddie Weckenbaum 7. Eddie ist schon wach, dann können wir hier ganz direkt ausrüsten. So. Noch was essen gehen. Reese macht da. Wir haben hier das.
das Bett noch rübertragen, falls wir drei Verletzte haben nachher oder so. Dann ist es auch schon in dem Zimmer mit dem Betonboden. Und dann nehmen wir die Quest jetzt an, wa? Spricht in meinen Augen nichts dagegen. Alle haben auch ihre Waffe. Brocky will noch einen rauchen. Soll er machen, ist der Letzte. Nichts dagegen. Vielleicht zielt man dann besser. Oh, Entschuldigung. Shuttle abgestürzt. Oh, das ist aber weit weg. Jetzt muss ich mit meinen Leuten ja dahin, ne? Aber ich kann diese Mavrones nicht steuern, das ist halt das Dumme. Wenigstens ein Schusswert von 10. Ich muss einen Schluck trinken, sonst huste ich hier weiter. Jetzt bin ich ja gespannt. Ich finde es tatsächlich ein bisschen nervig, dass es so dicht am Kartenrand ist. Wenn die jetzt hier links direkt die von den Bananen die Bösen joinen, wird schwierig. Bisher sind noch keine da. Oh, schön hier, die ganzen Sukkulenten. Ah ja, Eddie ist schon da. Reese auch. Reese hat seine Tiere dabei, die er mitnehmen kann für die anderen. Ah, jetzt mittlerweile kann er auch den Jaguar mitnehmen. Und auch sehr schön. Auch die Elefanten. Denn sein Level ist hoch genug. Und da kommen sie hinterher. Das ist gut. Denn das kann immer noch mal helfen und entscheidende Punkte geben. Anlassen, komm du mal hier oben hin, falls sie von da oben kommen. Brocky, stell dich ruhig hier vorne hin. Oh, Brocky wird seinen nächsten Gefangenen rekrutieren. Egal wie schwierig und hoch der Widerstand ist. 8 Tage haben wir dafür Zeit. Sehr geil. Mal gucken, ob wir jetzt noch jemanden gefangen nehmen. Ansonsten werden wir das für einen Natsuki benutzen. Und dann haben wir mit Natsuki nämlich. Oh, die könnte aber auch nicht so viel, ne? Aber meinte ich ja schon, ja, genau, unsere Brockenherstellerin ist das dann auch meinetwegen noch ins Bergwerk geschickt wird. Ja, das ist gut, hier jemand für die körperlichen Sachen. Die soll jetzt noch nicht anfangen, einen Ausbruchversuch zu starten. Aber was ist denn? Aber es greift doch gar keiner an. Jetzt ärgere ich mich, dass ich die hier abgezogen habe. Die stehen jetzt nur rum, die Stimmung sinkt, weil die nichts essen und so. Kommen die Bösen erst jetzt in den. Ja, ihr sagt, die kommen erst in 6 Stunden. Ich dachte, dann kommt das Shuttle, was sie abholt. Während den Absturzes angreifen und versuchen, die Insassen zu töten. Du musst sie verteidigen. Genau, und ich dachte, es geht darum, dass man das 8 Stunden lang verteidigen muss, weil dann kommt der Shuttle. Kommen die jetzt erst mit dem Shuttle in 8 Stunden oder was, die Bösen? Ja, klar. Achso, er trainiert. Ich dachte, er melkt die jetzt hier. Ja, gut, das ist ein verschwendeter Tag für euch. Aber was tut man nicht alles für Ruf? Wenn es am Ende. So, und jetzt? Hier, nichts mit erst in 8 Stunden. So, jetzt habe ich euch nämlich geglaubt im Chat. Zum Glück ist Vitulai wird erstmal angegriffen und nicht Mavrones. Was hat er da? Eine Schrotflinte. Und eine Pistole. Ach Mann, warum glaube ich denn nicht mir selber? Natsuki hat keinen krassen Kampf wert, ne? Sonst hat er die Leben des Brocky schnell bekehrt. Nee. Ja, Eddie, komm mal auch mit, falls es doch irgendwie hier schwierig wird. Warum flüchtet der und schießt nicht zurück? Wozu hat er seine Waffe? Könnt ihr mir das erklären? Oh, mit einer schönen Schrotflinte. Sehr gut, komm.
Genau zwei Felder zu weit weg. Das gibt's nicht. Komm, du gehst jetzt einfach hier hin und greifst ihn an. Die fliehen. Geil. Hui, es war gar nicht so leicht. Tod in 5 Stunden, aber jetzt sollte ja in 3 Stunden kommt das Ding, das Shuttle, und damit sollte sie das ja überleben. Denke ich. Ayala, kann der was? Ui! Tiere 8 und Forschung 6 mit einem, ja, Entschuldigung, angenommen, ich war mir selbst nicht sicher. Forschung 6 mit einem Dings dran. Komm, dich retten wir. Achso, ja, klar, gefangen. Nehmen. Und dann setzen wir dafür. Oh nein, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt und weiß genau, was das bedeutet. Und setzen da dann, wenn der dann seine Krankheit hoffentlich gut übersteht, also alles hier, ne, gut ist. Hier, der kriegt sogar ein Krankengefangenenbett. Okay. Entschuldigung fürs Hin und Her. Dann können wir die auch wieder löschen. Dann kommt nämlich safe dahin. Und dann kann dafür nämlich auch Brocky seine Fähigkeit einsetzen. Und dann holen wir uns ihn ins Team. Der ist nämlich gar nicht so schlecht. Abgesehen davon, dass es ein böser Bube ist, weil der hier gekämpft hat. Masochist ist ohnmächtig vor Schmerz. Gibt ihm eine 20. Alter. So, und Andersen, du kannst mal schön hier das Zeug alles holen. Brocky ist schon wieder weg. Adi auch, ja, ist okay. Wobei, Adi kann eigentlich das Ding hier abreißen. Gucken wir mal direkt, was da drin ist. Und dann bleiben nämlich auch noch welche bei Mavronis, falls hier nächste Schub an Leuten kommt. Das weiß ich auch gar nicht. Heißt ja nicht, dass es dabei geblieben ist. In 3 Stunden. Ach, guck mal hier, Bauteil. Komm, da kannst du doch auch mehr nehmen, oder? Kein freier Lagerplatz mehr. Ja, wir sollten noch endlich diesen Lagerraum bauen. Schön Platzstahl, schön. Ein Gewehr noch. Freut mich. Oh nein, die ist ohnmächtig. Das wird nochmal richtig knapp. Ich habe das schon geschrieben, knapp. Aber das wird nochmal richtig knapp. Und Zeus Hammer macht einen Schaden von 11,9 und die Rüstung doppelt so viel wie der Elefantenzahn. Den sollte sich Ali nachher holen. Wie, weißt du was, Brocky? Du gehst hier aber jetzt hin und holst das einfach. Das wäre schade, wenn wir das Minuspunkt kriegen. Holen wir die Bauteile noch mit und so. So, wie Tula, wie geht's dir? Wenn der gestorben wäre, wäre natürlich auch nicht schlecht, hätten wir seine Waffe. Muss man dazu sagen. Der Fahrt. Da kommt noch ein Überfall. Der hat aber nicht, gar nichts damit zu tun, oder? Das sind ja jetzt andere. Das ist doch Zufall. Und wie immer klicke ich das aus Versehen weg, statt drauf zu klicken. Hier unten. Messer, 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 Messer. Na Gott sei Dank. Dadurch sollte es machbar sein. Wir sollten hier noch eine Tür einbauen. Das ist Quatsch, da immer rumzurennen. Oder Anlassen von Medizinwert? Nicht so gut. Wo ist ein Brocki? Ach ja, der holt ja das Zeug. Scheiße.
Dann hoffe ich, dass Reese hier gleich durch ist. Nee, ist er nicht. Dann müssen wir jetzt hier ihn vernachlässigen. Das ist gerade wichtiger, sie zu behandeln. Ich hoffe, du hast noch 8 Stunden. Sie hat nämlich nur noch 3. Komm, das schaffst du. Hat er die Medizin? Nee. Nur Brocky noch. Wenn der gleich hier ist, dann kann der sich ja um unseren Gefangenen kümmern, der eventuell Teil unserer Gruppe wird. Der aber auch erstmal abwarten. Wenn Mavronis jetzt hier stirbt, wir kriegen ihn nicht ins Scha ins Mackie Messerbande, richtig gut. Und wir kriegen die nicht in Shuttle. Dann weiß ich noch nicht, ob ich den zu uns hole. Da, Rettungsshuttle ist eingetroffen. Hier unten. Und hier greifen die an. Das ist doch ein Dreck. Na komm, jetzt behandeln sie mal erst noch schnell. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie ich die da jetzt hintragen kann. Trage zu Shuttle. Ja, aber das würde doch. Ich muss sie ja jetzt gar nicht. Guck mal, die würde jetzt in 4. Jetzt hält die 7 Stunden durch. So, pass auf. Ach komm, Augenblick, weil ich will, dass Brocky mitgeht. Mit seiner Waffe und Anderson soll dann auch mitgehen, weil da unten, genau in der Ecke, ist natürlich jetzt die Mickey-Messerbande, die uns angreift. Und da müssen wir zum Shuttle. 10 Stunden haben wir noch. Komm. Wie sieht's hier aus? Es wäre halt schade. Komm, 3 Sachen noch. Es wäre halt schade, wenn der verstirbt. Ja, die starten den Angriff. Ist okay. Komm, 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 komm. Ja, da sie noch. So. Ganz schön weiter Weg. Die soll sich eigentlich mal noch schnell den Hammer holen. Brocki den noch im Inventar oder? Er trägt 34 von 35 Kilo, also vermutlich. Wo ist Reese mit ihr? Ach, da kommt er, okay. Ja, relativ langsam. 9 Stunden, das sollten wir aber schaffen. Anderson ist bewusstlos. Ja, die waren sehr schnell hier. Komm, Eddie. Sehr gut. Oh, Brock ist auch bewusstlos. Scheiße, scheiße, scheiße. Das wird schon wieder viel schlimmer, als ich dachte. Eddie ist auch bewusstlos. Nur noch Reese ist da. Ach, verklickt, fuck. Kommt, Tiere, ihr macht das. Die fliehen. So, ganz kurz. Brocky wäre in 11 Stunden tot. Anderson in 9 und Eddie in 8. Wo ist denn hier unsere Mavronis da? Reese trägt sie jetzt ganz heldenhaft zum Shuttle.
Dann retten wir die anderen Kolonisten. Das reicht auch. Oh, wenn Brocky jetzt vorher noch sie rekrutiert hätte. Was kann man nicht ahnen, ne? Haben wir ja auch noch. Komm, Reese, ab zum Shuttle. Und da müssen wir uns entscheiden, wie wir zuerst retten. Ja, Brocky, da führt gar nichts dran vorbei. So, nochmal kurz mal gucken. Brocky geht's. Tot in 9 Stunden, tot in 7 Stunden, tot in 6. Trotzdem Brocky, das ist mir zu heikel. Weil wenn ich nur einen retten kann, würde ich mich für Brocky entscheiden. Und Brocky hat doch eigentlich die Psykraft. Nee. Naja. Das war aber mutig, aber was soll ich machen? Ich hatte ja gar keine Wahl. Aber zum Glück ist Reese auch Arzt. So, komm, schnell das Nötigste bei Brocky und dann holen wir den nächsten. Tod in 15 Stunden. Ja, sehr gut. So, und jetzt. Wow. Da. Eddie und. So, wenn wir uns jetzt für einen entscheiden müssen, dann Andersen, oder? Wisst ihr was? Wir probieren mal was. Hier unten liegt Medizin rum. Das habe ich noch nie gemacht. Das wird jetzt eine Premiere. Ihr seid auch für Andersen, ja? Aber ich probiere trotzdem jetzt gerade noch eine Methode, wie ich vielleicht beide retten kann. Und zwar gibt es einfach hier. Werde ich jetzt zwei Krankenschlafplätze hinmachen, die auf dem Boden sind, was nicht gut ist, aber für die erste Rettung vielleicht. So, und dann soll Reese nämlich Andersen retten und hier retten und ihn dorthin bringen. Dann kurz behandeln. Und dadurch haben wir vielleicht dann auch die Zeit, auch noch Eddie zu behandeln. Weil hoch und runter wollen wir nicht schaffen den Weg, aber vielleicht, es ist gar nicht so weit unten, wie ich die ganze Zeit denke. Aber vielleicht nur darunter schon. Ganz kurz hier die Benachrichtigung. Ja, Harmruf von 27. Sehr schön. Was das wert ist, die Frage. Kommt drauf an, wie das Ganze hier ausgeht. Wenn keiner stirbt, definitiv. Ansonsten. Hallo, was machst du da? Du sollst Anderson retten. Habe ich vielleicht aus Versehen auf Medizin geklickt. Da hinlegen. Behandeln. Sehr gut. Es wird spannend. Also Anderson kriegt auf jeden Fall erstmal, dass er das schafft. Ob er dann vielleicht irgendwann stirbt, weiß ich nicht so. Die eine Behandlung noch, weil das Abbrechen ist Quatsch. Dann ist die Medizin weg, aber es hat nichts gebracht. Aber danach gehen wir auf Eddie retten. Und das wäre eine geile Leistung von mir, wenn das jetzt klappt. Das war eine kleine Eingebung. Das habe ich so noch nie gemacht. Ja, hol dir die Medizin, hol dir die Medizin. Und dann versuch Eddie zu retten. Aufseher benötigt. Ja, das glaube ich, dass die sich da oben schon wundern. Es könnte sein, dass wir alle drei gerettet kriegen. Wie geht's, Giesbert? Keine unmittelbare Gefahr. Die anderen Tiere sind wieder oben. Sehr schön. Da ist der geile Hammer. Hatte Brocky nämlich bei sich. Halt! Wo gehst du hin? Wie geht's, Eddie? Das heißt, jetzt können wir die eigentlich auch, hochtragen. Komm, wir tragen Eddie zuerst hoch, weil ich ja das Bett zuerst weggemacht habe. Und dann liegen die nämlich auch oben in einem Krankenbett. Und. Ach nee, wir brauchen nicht das Bett von Brocky kriegen. Andersen hat sein eigenes, dann wird das auch ein Krankenbett. Und dann bringen wir da noch Andersen hin und dann schauen wir mal. Aber zumindest ist keiner verblutet und daran gestorben. Das können jetzt immer noch.
sogenannte Nachwehen kommen, die für irgendwas sorgen, aber das sollte hoffentlich nicht passieren. Schade, dass Reason C fehlt, dadurch ist er ein bisschen langsamer. Oh, und der ist unterernährt. Ja, isst erstmal die Mahlzeit. Ja, da geht's schon los mit Wundinfektion. Und wenn du die Mahlzeit gegessen hast, noch nicht ausruhen, erst noch Anderson holen. Hier ist der zahme Mensch, also der, den wir irgendwann mal zähmen wollen. Das ärgert mich jetzt, dass wir Brocky nicht vorher noch hier rekrutiert haben. Einen von den beiden. Weil dann hätten wir eine Person mehr. Gerade haben wir nur eine Person, die laufen kann. Brocky hat eine Wundinfektion. Und zum Glück haben wir hier Licht. Irgendwann, wenn irgendwann mal Zeit und Lust ist, die Fackel weg. Gisela ist trächtig. Und Andersen hat auch Wundinfektionen. Sie müssen aber Reese kurz schlafen lassen, weil sonst schafft er das sich nicht, um alle drei zu kümmern hier. Er hat einen harten Tag vor sich. Einmal durchschnaufen lassen und dann geht's weiter. Die Quest haben wir auch erfolgreich abgeschlossen. Beides Quests gewesen, die dafür sorgen, dass wir da einen guten Wert bekommen haben. So, man könnte auch überlegen, ob man Brocky jetzt nach Zuki bekehrt. Hätte den Vorteil, die ist halt komplett fit, kann sofort helfen. Aber er hat einfach die besseren Werte. Auch in der Forschung. Nee, komm, das ist jetzt alles oder nichts quasi. Wurde Gisbert eigentlich mal behandelt? Nö. Stark. Ja, es ist man selbst. Und dann musst du aber hier ihr jetzt auch mal Essen bringen. Und ihm dann auch. So, und zwar hungern uns die nämlich. Anderson kann auch wieder laufen, fehlt ja an sich nur Eddie. Hui, da könnten wir nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen sein. Ein Glückeli-Glück. Blitzsturm! Oh, relativ dicht bei uns. Das kann gefährlich werden. Die Einschläge kommen um uns rum. Aber vor allem, wenn es dann nicht regnet, dann kommt das Feuer so richtig schön dicht. Schade, das wollten wir alles abholzen. Ach, hier bei den Leichen. Die Knochen brennen. Ja, die brennen gut, ne? Und jetzt kommt das Feuer natürlich auch mal dichter. Hier ist zum Glück sehr wenig. Yuko ist vollständig geheilt, das ist gut. Hat auch ihr Kind nicht verloren. Nein. Gisela ist auch schon mal, sag ich gleich. 17 von 48 Tagen. Die sind sehr lange trächtig. Trächtig, nicht schwanger, ne? Trächtig. Nein, Ayala ist gestorben an der Wundinfektion. Ja, aber wir, ne? Wir haben auch nur zwei Hände. Dann kann Brocky ja wirklich Natsuki hier rüberholen, weil das Ding hält ja auch nicht ewig. Und es wäre schade, wenn es irgendwann weg ist. Dann mache ich das jetzt. Das mit Ayala ist ärgerlich, aber schade. Rekrutieren. So. Das kann man gar nicht anwählen, das heißt, das macht er dann automatisch, wenn er das nächste Mal versucht, sie zu rekrutieren oder was? Oh, hier, der ganze. Sch oh, der schöne Wald hier um uns rum. Und das hier oben mit den Leichen, das ist nicht unsere Heimat. Wenn es da brennt, dann lass es da brennen.
das dann eher. Das hier noch unsere Heimat. Das hier. So. Dann sollen noch die Leichen hier verbrennen, ist doch gut. Entschuldigung, der Prediger. Das war wohl nicht ganz ein gläubiger Prediger, oder? Mann, Eddie kann doch immer nicht wieder laufen. Ui, die hat aber auch zu tun. Eigentlich kommt mir das ganz gelegen, wenn die ganzen Leichen jetzt hier verbrennen sollten. Kommt das Feuer langsam ran, aber da hier nicht so viel gewachsen ist, muss mir auch nicht so viel brennen. Na, mal schauen. Priorisiere Reden. So. Und jetzt sollte Natsuki zu uns ins Team kommen. Eddie kann jetzt auch wieder laufen. Sehr schön. Und damit ist Natsuki jetzt eine von uns. Natsuki geht erstmal essen. Verständlich. Sehr schön. Die war sehr schnell unterwegs. Das ist gut. So, und wie ich gesagt, die wird Brocken machen und Bergbau für uns. Das ist erstmal das, was ihre Aufgabe ist. Ja, wir auch wieder ordentlich Marmor haben. Feuerwehr, Patient. Nee. Bettruhe. Ja, hier ist aber das auch mal gut. Damit haben wir aber wieder keinen Forscher gekriegt. 4 ohne Talent ist mir zu gering, das dauert auch ewig. Ein Talent wäre schon gut oder halt ein hoher Wert. Ah, hier das Feuer, das kriegen wir auch unter Kontrolle. Das kann sich hier nicht so verbreiten, weil hier gar kein Wald mehr ist. Da sieht man aber auch, ne, wie Wald dann brennt. Dann haben wir hier jetzt ein bisschen trist, wo wir jetzt hier sind. Jetzt um uns rum. Ja, der Sumpf ist eine natürliche Grenze, der uns ein bisschen schützt. Das ist gut. Rocky ist ein medizinischer Notfall wegen Wundinfektionen. 82% Immunität bei 88. Das ist schon mal gut. Warum teilt er sich jetzt ein Bett mit Anderson? Weil das das schönere Krankenhaus ist? Na gut. Natsuki kann vorher mal die ganzen Generatoren nachfüllen. Das haben wir nämlich jetzt gar nicht geschafft in der Zeit. Deswegen geht jetzt überall der Strom weg. Eine Besuchergruppe, aber keine Händler. Aber Besucher. Und sehen die mal, was hier abgeht. Haben wir von hier hinten eigentlich alles mitgenommen? Ja, ne? Da ist nur die Leiche noch. Jo. Anderson ist immun geworden. Brocky ist ex-immun geworden. Eddie hat's nicht. Wie's auch nicht. Okay. Sehr gut. Brocky übersteht damit zum zweiten Mal eine Wundinfektion. Warum sind manche Zahlen bei den Aufgaben rot umrandet? Manche Zahlen. Ach, hier. Sowas. Das heißt, wenn wir zum Beispiel das am Beispiel von Eddie machen, Eddie hat bei Kochen ist die Zahl jetzt umrandet. Wenn wir uns Eddie angucken, Eddie ist richtig schlecht im Kochen. Das heißt einfach, dass der Charakter das richtig schlecht, also einen schlechten Wert hat, eine 1, eine 2, eine 3 oder so. Wenn er es gar nicht kann, dann Mensch, dann kann man es nicht auswählen. Aber wenn er es kann, aber halt nicht gut, auch hier, dann ist es ein roter Wert. Was aber nicht so viel immer heißen muss, weil Natsuki zum Beispiel hat er hier auch einen roten Wert bei Bergbau. Aber Natsuki ist sehr talentiert. Das heißt, die wird sehr schnell höhere Stufen erreichen. Das heißt, da nimmt man das in Kauf am Anfang. Die ist jetzt schon fast bei Stufe 2 und dann kommt 3, 4 und danach kommt die 5. So, über 2 Stunden hier jetzt auch schon wieder. Ich glaube, irgendwann müssen wir auch wieder zum Ende kommen, ne? Aber noch nicht ganz. Ich habe gerade noch. Ich
Ich will hier, dass es Eddie und Anderson auch gut geht, dass wir. Ich will diesmal mit einem besseren Gefühl, was die Ausgangslage angeht, hier rausgehen als letztes Mal, wo alles chaotisch zurückgelassen wurde. Wenigstens einmal hier sauber machen und so. Es wäre schön, wenn Randy Random uns jetzt mal kurz in Ruhe lässt und nicht hier mit dem nächsten Ding kommt. Nackte Kolonisten, Jäger, ist klar. Haben wir das ganze Zeug liegt noch hier unten, ne? Fuck, das habe ich vergessen. Ach nee, es war gar nicht so weit unten. Hier. Oh ja. Natsuki, ja, ist mal und dann das mal alles tragen, weil das nimmt hier, verliert voll an Wert. Verrottet halt. Und hier ist Bern. Der Ambrosiat. Der Ambrosiat. Noch Leichen. Natsuki trägt. Reese, du kannst auch mal eine Runde tragen. Dass wir einfach das ganze Zeug wieder da haben. Auch diesen Hammer da. Okay, wir brauchen unbedingt diesen Lagerraum. Aber dann haben wir die wichtigsten Sachen, ne? Hier sind noch ein paar Leichen, denen müssen das Gewehr, Bauteile und Messer mit. Hier ein bisschen Ambrosia, was übrig war. Sehr gut. Cargopods sind abgestürzt mit Waffen. Na gut. Mit einem Iqua aus Uran, aber immerhin. Komm. Ah ne, Natsuki ist kurz vorm Zusammenbruch, ne? Ja, okay. Wie schläft? Ja, gut, dann lassen wir das noch da unten liegen. Ja, die verrottenen Leichen da unten. Ja, na gut. In der Kälte geschlafen? Wo schläfst du denn? Ha! Ha! Ja klar, wir haben jetzt 5 Kolonisten. Krass. So schnell geht's manchmal. Dann schlaf doch wenigstens so lange da, dass du nicht auf dem Boden schläfst. So. Dann geht sie wirklich bei Bergbau. Kriegt jetzt die 1, dass sie erstmal hier abbaut, dann können wir hier nämlich auch noch ein Zimmer bauen. Hier hatte ich ja auf den Flur überlegt, habe ich noch nicht ganz sicher, wie ich es mache. Erstmal wegbauen, dann können wir gucken. Verdirbt und 5 Stunden, dann wird die weggetragen. Gibt es keine Lust, das auf frisch zu stellen, den Lagerplatz für Tierleichen. Oh, hier haben wir auch noch sowas. Das kann auch alles reingetragen werden mal. Das wäre alles voll schade drum sonst. Wir haben übrigens Winter. Das möchte ich nochmal anmerken. Das ist das Schöne im Regenwald. Das ist gerade schon der Winter, der kälteste Winter, den wir hier haben. Brocky ist geil. So, das heißt nur noch Andersen und Eddie haben dran zu knabbern. Katjen kann Katjes wieder laufen. Andersen ist vollständig geheilt. Komm, wenn du gerade hier unten bist, Andersen. Dann nimm dir doch mal dein Sturmgewehr wieder. Genau. Und Brocky, du dein Repetiergewehr. So. Reese hat seine Pistole weiterhin. Und Eddie braucht noch nichts. Was ist mit Natsuki? Die ist von beim nicht so besonders gut. Komm, du kriegst einen Elefantenstoß haben. Wie geht's den Katzen hungermäßig? Ja, das hatte ich ein bisschen befürchtet. Ja, lassen wir ihn trotzdem kurz Nahrung kochen, denn wir brauchen auch Nahrung, aber wir brauchen auch Trockenfutter. Da wird ein Elefant geschlachtet. Und da haben wir wieder Stoßzähne. So, jetzt macht er Trockenfutter, sehr gut. Dann haben nämlich auch die Katzen gleich wieder was. Da kommen sie alle. Oh, Fressenszeit. Ach, ich sehe jetzt die Nachricht, Trockenfutter ist leer. Ich hab's gemerkt.
Sehr gut, 128, jetzt ist da schon mal was und er macht noch ein bisschen was. Und dann soll er ruhig wieder kochen. Oh, die Tür da ist offen, das ist nicht gut. Trink aber ruhig dein Bier erst. Ach nee, entspannt sich dann nur. Sollen sie noch wegtragen. Eddie ist auch vollständig geheilt. Sehr schön. Jackson hat Beschützen verlernt. Ja, Eddie trägt die Leiche weg. Sehr gut. Und Natsuki muss sich dann eigentlich um das hier kümmern, bergbaumäßig. Also ich könnte halt hier ein Zimmer ranbauen, würde mir damit aber die Ausgangstür hier wegfallen lassen. Dann geht es nur noch hier raus und nach oben. Ich mache lieber hier halt den Flur und dann hier noch ein paar Zimmer ran. Dadurch werden die vielleicht auch wieder abgerissen, dann ist das echt ein bisschen schade. Ja, die werden dann auf jeden Fall wieder abgerissen. Egal. Reese geht's nicht gut. Unterernährt. Aber warum? Ja, dann isst doch was. Dann schlaf nicht so lang und müde. Was hast du denn nur gemacht? Was hat er denn gemacht? Habt ihr es gesehen, was Reese gemacht hat die ganze Zeit? Ui, es ist wieder Tag. Ja, das finde ich cool, von hier oben noch ein paar Fallen. Die hier können wir erstmal abbrechen. Komm, und die auch alle, da können wir nochmal neu platzieren dann. Oh, das ist ein wilder Jaguar. Der reißt uns unsere Katzen. Verstehe nicht, warum er nicht anbaut. Weil wir Winter haben, oder was? Aber eigentlich bauen die ihn trotzdem an. Ein bisschen wenigstens. Ein bisschen wurde auch schon was geerntet. So. Mais hat er ja auch ganz viel angebaut. Polarlicht. Ein wunderschönes Polarlicht. Dadurch ist die Nacht heller und ich glaube, das gefällt den anderen auch. Dann haben die immer noch so einen Stimmungsboost. Oder auch nicht. So, und die Idee wäre nämlich, hier einen Flur zu machen. Den könnte man ja auch nur zwei breit machen, so als kleinen Zwischenflur. Genau, wir machen ihn nur bis hier, weil hier will ich keinen Flur haben. Hier will ich eigentlich wirklich, wenn dann das Lager direkt dran bauen. Sonst immer noch über den Flur, das ist zu lang. Und hier kommen dann noch ein paar Zimmer ran, ein paar Wohnräume. Drei Stück können hier auf jeden Fall ran, glaube ich. Da reicht dann auch ein Zweierflur. Dann kommt hier noch eine Tür rein. Und hier kommen wir dann, wenn wir die Zimmer dann meinetwegen, keine Ahnung, sagen, die sind vier breit. Ja, Mist, das hier sind nur drei breit. Wir könnten das aber tatsächlich so machen. Nicht super symmetrisch, aber ich finde, für den Zweck ist es dann okay. Wir hätten hier vier, wir hätten hier vier und wir hätten hier
Auch vier, genau. So. Hätten wir hier noch drei Zimmer dran. Das wäre doch gut. Das machen wir. Und dann wird nämlich alles, was hier innerhalb des Gebiets ist, muss aber abgebaut werden. Komm, wir bauen das auch gleich mit ab, dann bauen wir hier nämlich schöne Wände. So. Eine Vorratskapsel. Faultierwolle, daraus kann man auch gute Klamotten machen. Ui, wo war die Faultierwolle? Irgendwo hier unten, oder? Nun ja. Schlafen alle außer Eddie. Die holt gleich auch noch ein bisschen Stahl, wenn sie schon mal hier unten ist. Sehr gut. Fleißig, fleißig. Oh, hier sind Gorilla. Ries hat eine Prügelei mit Natsuki angefangen. Mittlerweile prügeln sie sich nicht mehr. Was war da denn los? Hat eine Prellung und Natsuki ist die Nase zertrümmert worden. Ist das frisch? Nee. Was haben die denn zueinander gesagt? Ach ja, das Natsuki schimpfte hemmungslos über die Handwerksfähigkeiten von Ries. Das hat Ries richtig wütend gemacht und er schlug zu. Oh, und dann ging es ab. Nun ja. Unmöglich. Ich krieg gar nicht so richtig mal was anderes gemacht. Aber der, ja, jetzt baut er hier. Was hat denn der bis eben denn gemacht? So, und Natsuki liegt jetzt leider im Bett, die soll eigentlich schön bergarbeiten. So, und sie sammelt Sachen ein, weil sie gerade keine anderen Waldarbeiten hat. Sehr gut. Und Eddie trägt schön von der ganzen Karte jetzt gerade Zeug zusammen. Das ist auch nicht schlecht. So, und Anderson geht jetzt eigentlich den Jaguar jagen, wenn ich mich nicht irre. Der ganz schön weit weg ist. Der war wohl mal so dicht bei uns. Doch nicht. Okay, krass. Dann kann Eddie doch aber eigentlich auch mal putzen. Statt nur Sachen zu tragen, die ewig weit weg sind, nur so einzelne Sachen. Sehr gut, dann wird hier jetzt auch mal sauberer. Das ist überfällig, auch mit dem ganzen Blut. Ja, wurde schon gelöscht. War anscheinend ein Stromkabel. Da sind mal wichtig, einmal nachzugucken, ob jetzt ein Kabel weg ist und dann irgendwo der Strom nicht weitergeht. Funktioniert aber. Prügelei und erstmal dann ein Bier, sagt Cobradora, so ist richtig. Brocky baut endlich an, oder was? Von alleine. Ein Wunder. Sehr gut. Was wollte ich gerade machen?
Was wäre eigentlich 'unabhängig von dem da oben'? Hier kommt ja eine Tür, wollten wir hinmachen, weil der nach Flur kommt. So. Wird ein riesiges Lager über Eck. So. Dann sind die Schlafräume auch nochmal geschützt. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist unser großes Lager erstmal. Ja, und erstmal machen wir hier eine Wand hin. Das heißt, hier muss auch erstmal nicht lang gebaut werden. So. Türen. Ja, dann haben wir endlich ein größeres Lager. Eddie macht schön sauber. Ja, ein Träumchen. Brocky meditiert und Ries kümmert sich um Natsuki. Das ist auch vernünftig so. Und dann muss Natsuki hier bald mal weiter bergwerken. Das hatte ich überlegt, Eddie mal Bergwerk noch zu geben. So, auf eins. Zwar schlecht und langsam, aber einfach damit es auch ein bisschen vorankommt. Bergwerk, 0 sogar. Aber fast eine 1. Haben wir eigentlich noch Bier? Ne, wir haben Molotows. Doch hier, 7 Bier. Aber zum Rauchen nichts mehr. Na, immerhin. Haben alle wieder eine Waffe? Eddie noch nicht. Eddie muss ich nachher noch einen Elefantenstoß annehmen. Schmidt hier für Mützen gebaut hätte, gezaubert hätte. So, Natsuki hat mal erst noch das traurige Bett da unten. Das ist auch ein Gefangenenbett. So, was ich eigentlich gerade machen wollte, war das hier. Ja, wenig Medizin, das stimmt. Das wird auch nochmal gefährlich. So, jetzt sind zwei hier dran. Und bauen ordentlich ab. Was kommt denn hier eigentlich? Marmor. Das ist ja ein Traum, dass das auch noch Marmor ist. Da muss man nachher nicht so weit rennen, um weiteres Marmor herzustellen. Eine Kobra macht Jagd auf Napoleon. Hui, Brocky ist hier. Steht direkt vor Napoleon. Vielleicht. Ja! Oh, was für ein Treffer. Mitten in den Körper. Und es wird weiter gepflanzt. Sehr gut. Da können wir eh mal wieder auf Wildtiere gehen und mal gucken, was hier noch an Raubtieren ist. Ne, mehr ist auch nicht. War nur diese eine Kobra. Sehr gut. Dann ist das Problem beseitigt. Ja, Eddie ist echt langsam. Eddie kriegt nochmal eine neue Aufgabe. Und zwar Handwerk. So einfach Marmorblöcke herstellen, weil das ist der Grund, warum hier die Wände gerade auch nicht weitergebaut werden. Wir haben einfach kein Marmor mehr. Und wenn Natsuki den jetzt hier freikloppt, könnte Eddie ja einfach was herstellen. Verrückter Affe. Richtig verrückter Typ. Er kommt schnurstracks auf uns zu.
den verrückten Affen machen wir hoffentlich fertig. Kommt schon. Treffer. Jetzt ist er schon mal langsam. Ja, sehr gut, Leute. So langsam wird's doch. Zonen anpassen. Oh, ihr seid immer so übereifrig. Wollt ihr den Tieren auch die Baustelle schon verbieten? Ja, guck mal, die Katzen, die freuen sich, dass sie auf der Baustelle dabei sein dürfen. Dass sie ein bisschen gucken dürfen, was hier los ist. Dass sie dicht bei den Menschen sind, die sonst viel drin sind. Aber wir werden denen das jetzt verbieten. Denn ihr seid diejenigen, die sich mit Katzen auskennen. Und wenn ihr das sagt, dann wird es gut so sein. Und wenn die Katzen das auch verstehen. So. Aber dann erweitere ich ein bisschen das Katzengebiet, dass das hier am Rand ein bisschen weitergeht. Und dann müssen wir auch die normale Animals-Zone anpassen, ne? Auch die anderen Tiere dürfen nicht mehr auf die Baustelle. Ah, ah, ah. So, und dann, wenn wir schon dabei sind, dann passen wir auch gleich noch Inside an. Ich hoffe, dass jetzt in den nächsten Dingern nichts passiert, dass wir Inside brauchen. So, zufrieden? In den Flur dürfen die Katzen aber, Alter! Ah, Cats. Ja, dürfen auch in den neuen Flur. So. Jetzt zufrieden? Alles für die Zuschauer. So, und hier wird's so langsam. Und Eddie erstellt Marmorblöcke und Anderson verwendet. Die drei, das ist gerade eine richtig geile Kette im Team. Und Brocky kümmert sich um Medizin, wollte ich sagen. Die entspannt sich gerade. Jetzt kümmert er sich um Medizin. Und Reese kocht und kümmert sich um Tiere. Sehr gut. Giesbert hat die Grippe. Giesbert legt sich hin. Und Brocky soll ihn mal behandeln. Macht er auch direkt automatisch. Sehr schön. Hoffentlich stecken sich die nicht alle an, die Tiere. So. Aber gerade werden immer schön die Holzfeuergeneratoren nachgefüllt. Das gefällt mir. Der größte Raum hier im Haus unbenutzt. Ja, da waren die Pläne ein bisschen anders. Wurde uns ein Strich durch die Rechnung gemacht. Kriegen wir alle noch ein bisschen Blumentöpfe, dass es ein bisschen schöner ist in ihren Zimmern. So. Dann kann Andersen zwischendurch auch immer wieder bauen, wenn er hier irgendwie gerade nicht. Ach schön, der kümmert sich gerade um Katja, die spielen zusammen. Dann kann der sich immer so ein bisschen drum kümmern, um andere Sachen zum Bauen. Oh, mit Litzer kann man sogar handeln. Mal gucken, was Litzer dabei hat. Drei Überlebensrationen. Bauteile, Medizin, sehr gut. Dreimal Medizin, das nehmen wir. Können Ambrosia, komm, wir verkaufen dreimal Ambrosia, dann haben wir das hier auch wieder raus. Das Bier verkaufen wir nicht. Den Kurzbogen können wir verkaufen. Eine Pistole, das lassen wir. Pilum können wir verkaufen, benutze ich nie. Pistole behalten wir mal die beste noch, also die gute. Schrotflinte behalten wir mal auch noch. Die Mollys können wir auch, die benutze ich nicht. Gold behalten wir. Dann kriegen wir 36. Silber und kaufen auch noch drei Medizin. Das ist doch okay. Halt direkt alles mitnehmen. Sehr gut. Und Litzer, was kannst du?
Oh, Forschung. Das Ding ist, man könnte ja Litzer gefangen nehmen. Dann würde man es sich aber mit dieser Fraktion versauen, zu der wir auch schon ein plus 15 Wert haben. Wer das jetzt packt der Grotte, würde ich es in Kauf nehmen. Und riskieren, weil er hat echt geile Werte. Aber so, nee. Ein niesender Elefant. Hallo Louis Clui, herzlich willkommen. Ich habe Marzipanschokolade gegessen gerade. Sehr gut, jetzt ist das hier gleich fertig. Dann können wir nämlich auch das Lager auf hier ausweiten. Und dann ist hier mehr Platz. Das war eine sehr lange provisorische Werkstatt. Wir können auch Türen aus Gold machen. Wäre auch mal was. So. Das Lager ist fertig. Das heißt, machen eine neue. Ach, jetzt hat niemand hier nachgefüllt, ne? Das heißt, wir machen jetzt hier eine Lagerzone. Lagerzone. So. Übernehmen die Einstellung von hier und löschen diese Lagerzone, damit alles dann hoffentlich rübergetragen wird. Die Tür lassen wir erstmal offen. Dann geht das ein bisschen schneller. Und die Tür können wir auch auflassen, weil mittlerweile ist hier alles überdacht und zu. Das heißt, hier ist auch nicht mehr offen dann. Dann kann die Tür auch erstmal. Sowieso kann das eigentlich dann abgerissen werden. Also wir machen die Türen, wir lassen sie erstmal offen, aber grundsätzlich können das und das eigentlich abgerissen werden. Was für Schoketten gibt's? Also ich sehe im Chat wird ordentlich geknabbert und genascht. Genaschert. Wie viel Holz haben wir? Hier ist Holz, aber ich sehe es nicht um. 6. 567. Sehr. Sieht jemand hier Holz? Nee, ne? Warum? Ach, weil das ja jetzt kein Lager mehr ist. Deswegen werden die Sachen hier oben gerade nicht mehr mitgezählt, erst wenn die wieder in einem Lager liegen. So, und dann hat nämlich Natsuki bald auch ein ordentliches Schlafzimmer. Das ging ja dann jetzt noch fix. Ja, geh nochmal in deine kleine Kammer. Staunen, dass du es so mitmachst. Wie sieht's aus? Yuko ist. Oh, Yuko kriegt jetzt bald ihr Kalb, jetzt am nächsten Tag. Und Gisela ist in der Halbzeit. Oh, dieser Chat ist so wahnsinnig klein auf die Entfernung. Ja, ich glaube auch, Stracciatella-Schoketten sind nicht so geil. Muffalo Kalb 1. Es ist ein Weibchen und damit bekommt es den Namen von Mona Muffalo, die sich den ausgedacht hat, nämlich Yuna. Der stand schon fest, als das erste Kind geboren wurde und dann aber ein Männchen war. Begrüßen wir die kleine Yuna. Tochter und Mutter. Schön, oder? Freut ihr euch?
Natsuki, du bist jetzt da quasi fertig. Dann kriegst du jetzt erstmal ein Tragen, eine 1. Damit du das ganze Zeug rüberträgst. Genau, perfekt. Und Eddie, dafür, dass die da gerade handwerkelt, lässt sie was liegen? Waldarbeit, ja gut. Ja, Natsuki trägt erstmal ordentlich rüber, das finde ich gut. Wilde Frau betritt das Gebiet. Solis. Solis ist gut mit Tierenhandwerk und auch wieder bei geistiger Arbeit und sie hat ein gutes Gedächtnis. Und ein schneller Lerner. Auch sowieso schon schnell. Die versuchen wir zu zähmen. Das soll Reese direkt mal probieren. Zähmen wir mal die Hausfrau. Das wäre ja ein schöner Effekt, wenn das funktioniert. So, und hier sehen wir schon. Die schläft sie mehr. Machen wir erstmal zwei Zimmer fertig. Das hier oben. Wobei. Komm, so, dann haben wir genug Zimmer. So, dann sind hier erstmal Betten. Katsumi trägt weiter ordentlich alles hier in das Lager. Sehr gut. Hier machen wir noch ein bisschen Licht hin. So. Genau, so ist gerade die Aufteilung. Andersen hat echt das größte Zimmer durch Glück, weil ich mich da um eins vertan habe. Eddie hat ein sehr kleines, aber die ist, glaube ich, nicht unzufrieden mit ihrem Zimmer jetzt, was die Größe angeht. Nö. Ein bisschen kühler, wer hier nackt rumrennt, der muss sich nicht wundern, ne? So, und bei Reese. Wie ist es da mit der Tierpflege? Ist immer noch auf 1. Ja, okay. Mit der Frau hat anscheinend nicht geklappt und ihn haben wir bisher auch noch nicht gezähmt bekommen. Jetzt versucht das wieder, den Mann zu zähmen. 17%ige Chance, fehlgeschlagen. Und ich habe das Alpaka noch eingestellt, dass das versucht werden soll zu zähmen. Dann haben wir nämlich Männchen und Weibchen. Ja, hat geklappt. So, ich sag mal so. Wir kommen noch nicht zum Ende, aber so bald zum Ende. Und ich würde mich freuen über ein Namen für das weibliche Alpaka. Ach so, wir haben da ja eigentlich ein Muster. Die Männer hatten alle A-Götternamen, Adonis. Ich würde dir den Weibchen, auch voraussichtlich, dass es vielleicht noch irgendwann mehr wären, auch gern auch Götternamen geben. Ihr könnt jetzt entscheiden, was für einen. Aphrodite, Hera, Diana ist, glaube ich, auch eine Göttin gewesen. Aphrodite wäre sogar mit A. Adonis und Aphrodite? Finde ich gar nicht so schlecht, das passt auch irgendwie. Ich warte mal auf eure Meinung noch ab, bevor wir das Tier benennen. Was macht Eddie? Erntet die Ambrosia-Büsche, sehr schön. Dann können sie wieder ein bisschen Drogen nehmen. So, das Lager hier hat sie jetzt bald umsortiert, das ist sehr gut. Ist auch heller jetzt hier drin. Sehr schön. Ah, hier ist noch eine Falle. Die habe ich übersehen, sonst hätte ich die gar nicht mehr gebaut. Nun gut. Hier werden Blumen reingepflanzt. Sehr schön. Den haben wir einfach ausgeschaltet, ne? Ja. Temperaturmäßig. Die Heizung können wir jetzt auch ausstellen. Sachen werden alle fertig gebaut. Schön. Jetzt ist die Werkstatt hier auch wieder leer.
Oh, so, wir haben die wilde Hausfrau rekrutiert. Und die hatte einen geistigen Wert. Und damit bauen wir den Labortisch. Das ist auch ein schöner Abschluss, oder? Dass wir. Athene und Athena? Nicht Aphrodite? Bei einem Liebespaar, was viele Kinder kriegt? Okay. Da muss ich gleich nochmal nachgucken. Ist Athene oder Athena der richtige Name? Athene, oder? Heißt die Göttin? Finde ich auch gut. Ist es aber nicht ein schöner Abschluss mit dem Forschertisch? Das dürfte auch gerade Mona gefallen und so. Und dann geht es ab der nächsten Runde auch richtig rund, was Forschen angeht. Komm, direkt einen Stuhl. Solis. Genau, geistige Arbeit 5. Was heißt alles andere? Und Kunst. Okay, Kunst haben wir gerade eh noch nicht da. Aber die wird erstmal an den Forschertisch abgestellt. Dann ist es umso wichtiger, dass der Raum dann auch ein bisschen schön ist. Tierpflege, war die da auch so gut? Ja, also zwei zumindest. Komm, die macht auch Tierpflege. Die ist richtig gut. Die hat gute Werte. So, und wenn sie mit Tieren gerade nichts zu tun hat, dann forscht sie. Und jetzt am Anfang ist der Forschertisch ja noch nicht gebaut. Und solange der nicht da ist. Oh, Kunst würde ich jetzt richtig gerne abstellen, ne? Soll sie einfach hier handwerklich. Oder nee, schneidern. Da spricht doch nichts gegen Schneidern, Alexander. So. Machen wir so lange Tierpflege sogar auf 2. Soll erstmal schneidern. Der Winter ist vorbei, das heißt, Parker sind gar nicht mehr so wichtig. Bald kommt der Sommer. Wir sind 6 Leute. 6 Cowboyhüte. 6 T-Shirts. 6 Hosen. 6 Hemden. So. Dann ist doch da schon mal was festgelegt, dass ein bisschen was gemacht wird. Und sobald der Forschertisch fertig gebaut ist, wird sie eine Forscherin. Das finde ich gut. Und hier ist es ja dunkel drin, das ist nicht so schön. Komm, bau mal zuerst ein Licht hier, dass sie nicht im Dunkeln arbeiten muss. Solis baut einen Cowboyhut aus Elefantenleder. Ja, davon haben wir doch viel. Hier 290. Doch keine Parka aus Elefantendings. Das war klar, dass Louis Cluey nicht dran geglaubt hat, dass sich das nochmal fängt. Das ist das Rimworld. So ist es. Aphrodite wollte Louis Cluey auch vorschlagen. Und mit dem Satz wird es Aphrodite. Ansonsten hätte ich mich jetzt Athene genommen, wenn ihr beide, aber wenn das auch von euch gekommen wäre. Dann heben wir uns für die Kinder an die anderen. Ich finde auch Aurora gut, Aphrodite und so. Das sind schöne Namen dann für die Kinder. Hoffen wir, dass sie viele Kinder kriegen. Dann haben wir hier Adonis und Aphrodite. Sehr schön. Männchen, Weibchen, ähnlich alt. Katzenbabys sind alle immer noch 0. Juna ist 0. Sehr schön. Da haben wir einen Eisenstein vergessen. Ah, und Solus baut schöne Elefanten, Cowboyhüte. Oh, wie die da wegballert. Das ist gut. Wir machen ein bisschen Klamotten und dann. Ich könnte jemanden über 8 Tage aufnehmen, der aber gar nichts macht. Das heißt, ich fütter ihn durch, muss ihm Platz geben und so. Könnte man aufnehmen? Ich weiß nicht, also heute nicht. Ich mache jetzt eh gleich Schluss. Genau, wir merken uns Aurora als Namen fürs erste Kind. So, und bevor ich das vergesse, mal. Ah, ne, da können wir eigentlich auch sterile Böden irgendwann so der Forschertische gebaut werden. Hier wird Holz gehackt. Sehr schön. Sagt die Zeit, ja. Hungernde Tiere. Ui, die ganzen Katzen hungern. Das müssen wir noch schnell machen, sonst vergesse ich, das vergesse ich beim nächsten Mal am Anfang uns auch erstmal. Trockenfutter herstellen. Genug Fleisch ist da. Füttert Giesbär, das ist gut.
Hat mich auch keiner gewarnt, dass die Katzen hungern, ne? Guck mal da, wie sie sich drauf stürzen. Und hier wächst schön die Medizin, hier wächst Mais. Sehr, sehr schön. Da sind wieder Elefantenstoßzähne. T-Shirts wurden hergestellt. Reese hat sich direkt umgezogen. Ach, die haben alle schon Cowboy-Hüte auf. Sind sie nicht cool? Ist das nicht eine coole Truppe? Vor allem Eddie hat die gleiche Frisur wie Beth, kann das sein? Jetzt mit dem Cowboy-Hut. Und Natsuki sieht gar nicht so dick aus. Das sieht hier aus, als wenn die einfach nur einen riesen Oversize-Pullover-Jacke hätte und eigentlich einen kleinen Hals und so. Aber Solis geht's nicht so gut. Rohe Nahrung gegessen. Ja gut, wird hier nicht gekocht oder was? Doch 21 Dinger, warum isst du nicht? Nackt? Ja, wahrscheinlich keine Hosen an. Aber Hosen stellt sie ja bald noch her. Das ist ja das Gute. Der Forscher ist gleich fertig, aber ich lasse ihn noch die Sachen hier einmal herstellen. Und zwar, genau, die Hosen noch. 6 Hosen. Dann haben alle einmal einen Satz neue Klamotten. Und dann würde ich auch mich dem Speicherknopf nähern. Jetzt kommt eine Hose aus Großkatzenfell. Die wird sich doch direkt jemand holen. Das finde ich immer spannend. Da liegt die Hose und Sole schläft auf dem Boden, weil hier noch kein Bett gebaut wurde. Aber schlaf doch. Ach nee, ja gut. Komm, das hält Sole jetzt noch 2 Tage aus. Warum baut Andersen eigentlich die Betten nicht? Fehlt uns Holz? Nee. Ui, ich habe gesagt, ihr soll Granitbetten bauen. Das wollte ich gar nicht. Das da oben ist nämlich ein Granitbett. Weil ich das damals aus der Höhle da mitgenommen habe. Aus der Ruine, nicht Höhle. Und deswegen passiert hier nichts. Ich wundere mich schon. So, dann sind die Betten nämlich gleich schwuppdiwupp fertig. Ja, hier, die kann man auf jeden Fall abreißen. Das ist Quatsch. Hier auch. So. Komm, ich will noch schnell, dass sie hier Hosen herstellt und dann gehen wir in die Speicherung. Sehr schön. Da ist Solis schon aktiv und jetzt geht's los. Aus. Elefantenhaut. Ja, jemand hat die Hose. Habe ich auch gesehen, dass die weg war. Ich habe nur nicht gesehen, wer. Der hat eine rote Hose. Die rote ist jetzt auch schon wieder weg. Ja, die ist schlecht geworden. Normal. Ja, immer schön die Elefantenhaut, ne? So, und da. Eddie direkt angezogen. Die T-Shirts will keiner anziehen, obwohl die aus. Obwohl, das sind vielleicht alte T-Shirts. Das kann gut sein. Haben wir eigentlich Jacken hergestellt? Ah, nee, Hemd habe ich noch. Genau, Hemden noch 6 und dann haben wir die 6 Sachen hergestellt. Die Jacken sind, glaube ich, ganz wichtig. Wie sofort kommen und sich die Sachen holen. Die haben schon gewartet auf neue Klamotten. Und da kommt die erste Jacke. Da. Aus Muffalo-Wolle. Oh, bestimmt kuschelig. Und nochmal Muffalo-Wolle. Da wird sie auch nochmal umgezogen. Da, da. Die tauschen die Hosen hin und her. Dem einen ist die nicht gut genug. Hier, Echsenhaut. Echsenleder. Wer möchte nicht ein Hemd oder eine Dings aus Echsenleder? Stimmungsbalken? Ach so, den Stimmungsbalken sieht man bei der Dicken nicht. Das stimmt, man sieht nur hier oben, wenn es denn leuchtet. Aber daher, dass man jetzt hier nichts Grünes sieht, weiß ich, das ist. Oh nein, aufgrund des verbockten 10. Versuchs greift der jetzt noch an, oder was? Aber die Tiere. Wie die sich drauf gestürzt haben. Keine Chance. Nö, dann bleibt er da jetzt auch liegen. Der ist schon so lange da und es klappt nicht, der ist doof. Hallo, aus Alpaka kannst du jetzt noch fertig machen. Das ist ein Arbeitsschritt. Wirklich nur einer. So, und fertig ist das Ding. So, dann würde ich sagen, das war's für heute mit den Hunter Namis in Neu-Rimmelsloh. Trockenfutter wird gerade nochmal aufgefüllt. Ich bedanke mich für alle Zuschauer, vor allem für die, die so gut wie die ganze Zeit dabei waren, aber auch für die, die zwischendurch mal reingeschaut haben. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Es war auf jeden Fall eine Menge los, wie ich finde. Für meinen Geschmack schon fast ein bisschen zu viel, weil man dann so vom Bauen her nicht so richtig vorangekommen ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben das Haus fertig bekommen, wir haben hier angebaut, den Lagerraum, es sind hier jetzt Holzböen. Ich bin zufrieden. Es ist in Ordnung. Jetzt haben wir auch Betten.
Seht ihr, ich werde gleich noch Natsuki das Bett hier zuweisen, sonst vergesse ich das und dann schläft sie da unten. Wo ist sie? Natsuki. Und das Bett kriegt Solis. Und dann ist das auch direkt geklärt. Übrigens interessant, wir haben jetzt drei Frauen, drei Männer. Wir sind gestartet mit zwei Männern und einer Frau, ne? Gut. Trockenfutter wird aufgefüllt. Und ich sag, speichern. Was haben wir beim nächsten Mal vor? Ich weiß es nicht genau. Uns weiterentwickeln. Auf jeden Fall forschen. Forschen, forschen, forschen. Und, ja, Kunst bauen eigentlich auch, weil Kunst halt extrem die Räume aufwertet. Aber unsere einzige Künstlerin ist eigentlich die Forscherin, deswegen würde es erstmal noch nicht passieren. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu RimWorld Teil 8 dann. Das war heute Teil 7. Und nächstes Mal Böden, schreibt Copador noch. Finde ich auch eine gute Idee. Zumindest, dass man schon mal so auch noch mehr, das ein bisschen weitermacht, ne? Dass man vielleicht in der Küche auch einen Boden hinmacht, dass es keine Lebensmittelvergiftung gibt. Und das ist, glaube ich, für die Forschung tatsächlich mein Ziel, möglichst schnell zu den sterilen Böden kommen und dann zu den Geschütztürmen. Die beiden Sachen sind mir gerade eigentlich am wichtigsten. Sterile Böden und dann Geschütztürme. Da würde ich demnächst hinforschen. So, ich war schon in der Verabschiedung und deswegen sage ich jetzt einfach nur noch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf jeden, der wiederkommt.